Hallo YouTube und natürlich auch eine Begrüßung an alle, die jetzt im Stream live dabei sind. Ist es soweit? Es passiert wirklich. Ihr seht es im Hintergrund, ihr seht die Grafik. Wir spielen, beziehungsweise ich spiele Sekiro und ihr, wollen wir ehrlich sein, lacht mich wahrscheinlich aus. Oder, wer weiß, vielleicht, ganz vielleicht, baller ich richtig in dem Spiel und dann sag ich zu euch und vielleicht auch... Die Wohnung bleibt so! Wie selbst! Aber auf jeden Fall sage ich zu allen die Leute, die subben und meinen Kanal abonnieren. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und das war's auch schon mit der Moderation. Wir gehen direkt mal rein. Bevor wir aber reingehen, eine kleine Sache noch. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen, als Prämisse sozusagen für dieses, was ich jetzt hier versuche. Ich habe Sekiro installiert, runtergeladen, es vorher einmal geguckt, wie ich halt die Sachen im Overlay platziere. Ich gehe komplett blind rein. Und ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen auf den verschiedensten Kanälen, sozusagen. Also wirklich so krass. Ich habe noch nie sowas erlebt, wo so krass die, sozusagen, so eine, also, wo die Lager so krass, die einen sagen wirklich, das beste Spiel aller Zeiten, aber auch immer mit so einem, aber du brauchst erst mal reinzukommen. Und ganz viele Leute auf der anderen Seite sagen, schlimmstes Spiel aller Zeiten, ich habe es weggeworfen nach drei Versuchen, ich habe es nicht hingekriegt. So, und ich habe diese ganze Info im Kopf und ich weiß, es gibt da draußen Leute, die jetzt zugucken, die vielleicht das Spiel kennen, lieben und vielleicht denken, oh, wie stellt er sich an? Oder andere Leute denken, keine Ahnung, der stellt sich gut an. Ist auch egal, worauf ich eigentlich hinaus will. Liebe Leute, kommt mal her, nimmt mich mal in den Arm. Das hier ist nur Fun. Das ist einfach nur Fun. Ich will Spaß haben in dem Spiel und ich habe ein Versprechen und das will ich wirklich versprechen. Ich werde mich drauf einlassen auf dieses Spiel. Und ich werde es nicht aufgeben, auch wenn es jetzt am Anfang schon frustriert. Und ich hoffe, aber wirklich, ich hoffe, dass es Spaß macht, weil ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe auch kaum Let's Plays geguckt, es ist komplett blind und ich versuche einfach, dieses Spiel zu genießen und ich gehe jetzt rein und nimm es mir nicht übel, wenn ich jetzt erstmal Alerts und so ein bisschen vernachlässige. Das können wir nachher dann machen. Ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen das Spiel erleben und ich möchte noch diese Grafik würdigen, die Sympath aus dem Discord, aus der Community gemacht hat. Ich habe noch die Emotes hinzugefügt als kleines Countdown. Diese Grafik hat er gemacht. Man sieht das gedruckte Sekiro Donnie Never Dies und dann aber ein kleiner und ein kleines außer er wird gierig. Und wie wir gierig schreiben, das weiß man hier. Von daher vielen Dank auch für diesen, vielen Dank an dich, dass du da diese Grafik beigesteuert hast. Okay, Leute, das war's mit der Anmoderation. Ich war jetzt ein bisschen lange heute, aber es ist ein großes neues Spiel und es gibt viele Leute, die gespannt drauf sind, auf wie ich mich hier schlage. Denn wollen wir ehrlich sein, Dark Souls 3 habe ich schon gut gemeistert am Ende. Just saying. Einer der besten Spieler Deutschlands. Ist so. Und jetzt geht's los. Ah! Kopfhörer auf. Ja, wie gesagt, erstmal ein bisschen die Alerts werde ich jetzt viel ein bisschen... Glück. Danke, viel Glück, das habe ich gehört, das höre ich mir gern an. Okay, Okay. Neues Spiel, weil ich habe nur wirklich einen Spielstand gemacht, um einfach nur zu gucken, wo ich die Grafik platziere. Ich bin keinen Meter gelaufen, aber das musste ich einmal testen vor dem Stream, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Stream losgeht. So, und jetzt gucke ich mir die Geschichte an. Vielleicht gefällt mir ja die Lore. Japanisch. Geile Grafik. Jetzt kommt gleich Tom Cruise um die Ecke, oder was? Oh! Güte! Da ist halt keine Dark Souls. Oh, geil! Oh, weh, das gefällt mir nicht, Leute! Ah! Es ist Obst im Haus! Udoria! Dorukuriana!
Kunitori-no-Kessen-de-atta. Hm, Trieböcke. Die Japaner mit ihren Schwertern, ne? Das ist so ein Ding bei denen. Bukake und Schwerter, sag ich ja immer. Ah, lol. Aua. Ist doch scharf, wieso fährst du das? Tomoni Kuruka. Ueta Okami. Soste. Ich hab grad gelesen, er trainierte ohne Unterhose. Oh, ich bin im Weg, ne? Sorry. Naja, kann ich jetzt nicht erinnern. Shinobi no okite wa wasureba ina. Shinobi. Oya no tsugi ni daiji na mono. Obae no kokoro ni kizamu ga yoi. Are ga kyou kara omae no aru. Inochi wo toshite mono. Tatoe ubawareru tomo kanarazu tori modosu no da. Yoi nara okami yo. Nani? Nobunga, ich seh dich. Nobunaga. Bunuga, Bunaga. Nani? Okay. Hab, nicht so viel verstanden, aber... Isshin no Kunitori kara 24 nen. Warst du aus dem Weizenglas? Ashina no Kuni wa Shayou ni ari. Okami no Shinobi wa Subete wo Ushinatte ita. Sodate no gifu mo mamoru beki. Okay. Oh. Ich glaube, also was ich so gesehen habe, ist es, ja, ich lese. Es sind ja immer nur zwei Zeilen gewesen. Ich gucke nur auch ein bisschen, dass ihr das auch lesen könnt. Hab ich gelesen, ja. Aber ist man ja gewohnt von From Software. Das ist ja wieder ein bisschen kryptisch. Miyazaki ist ja auch, hat er ja auch gemacht. Ne? Ist gern sehr kryptisch. Sag kein Aoi, aber Donny ist halt pure Liebe, Donny 10 Herz. Danke, Lenzalot, für den Prime Sub schon 9 Monate. X-Control, danke dir auch. Captain Blaloo TV 100 Bits. Adrian Seger, Prime gesubbt, danke, danke. Kotstulle, McSackschweiß. Ah, oh, ich habe einfach die besten Zuschauer. Das ist Feuilleton, Leute. Hier ist einfach, hier ist das Feuilleton zu Hause. Gratuliere für diesen Prime-Sub. Schon 3 Monate. Coach Stulle McSackweiß. Danke, dass es dich gibt. Ogmo und Catpoet, Borchi23, Xadon. Es sind gerade zu viele. Leute, komm, wir müssen anfangen. Es tut mir leid, aber ich weiß es wirklich zu schätzen. Vielen Dank an alle, die gesubbt haben. Jetzt geht's los. Okay, what the fuck? Jetzt muss ich hier aufpassen. Was ist das? Okay, Objekt aufsammeln, ist aber X. Dekorativer Brief. Ein Brief in den Brunnen geworfen wurde. Chorus Wolf, euer Schicksal erwartet euch im Mondblickturm und kommt aus dem Brunnen und findet ihn in mondlich getauchten Turm. Sollen wir es auf Englisch machen, frage ich mich gerade. Weiter so, du geile Sau. Doppelpunkt. Danke, Saftel. Auch ohne Klinge könnt ihr ihn erreichen. Seid lautlos, seid aufmerksam. Ja, ich weiß nicht, ob ich es Englisch machen soll. Alalalala. Machen wir erstmal Deutsch, komm, das ist jetzt erstmal nicht das Wichtigste. Ich will jetzt erstmal reinkommen. Ich kann das immer noch ändern, ich spiele da über Steam. Okay, also hüpfen. Okay, es fühlt sich schon mal ganz anders an. Ich bin halt krass in Dark Souls 3 gerade eingespielt. Und ich weiß, aber zum Glück haben mir das so viele Leute gesagt, dass ich das sofort von der... Kann ich hier so Wandjumpen oder so? Ja, okay, das geht. Okay, einmal oder was? Und dann kommt man... Ah, okay. So ist ein Kick. Sonst kann ich noch nichts machen.
Ey, einfach mal gucken. Ich muss jetzt mal auf mich wirken. Das ist okay. Jetzt ein bisschen Tutorial-mäßig hier, das ist gut. Aber ich werde auf der anderen Seite, heißt es halt ducken oder so. Wie kann man denn sprinten? Ne, gucken wir mal hier an. Ah, okay. Direkt mal schwimmen erstmal hier. Jetzt checken wir uns erstmal rein, wie man hier jetzt mal schwimmt. Hier ist ein bisschen, das sind so Algen im Wasser. Delfin-Move. Ah, hier kann man so ein bisschen boosten. Okay, aber dann müsste das ja auch sprinten sein, oder nicht? Ne, ist es nicht. Vielleicht mit Tippen? Naja, ich gucke jetzt mal ein Tutorial an, was die mir sagen. Double Helix, danke dir für deinen Sub. Im Sprung, in Wandnähe, Wandsprung. Alles klar. Aber wo will ich hin, frage ich mich gerade. Okay, kann man auch geradeaus machen. Hier ist eine Treppe. Leiter, wahrscheinlich einfach dran, oder? Ne, okay. Also noch macht's Bock, Leute. Noch bin ich dabei. Noch liebe ich's. Ich guck erstmal in die Richtung. Ich muss immer, ich bin so jemand, ich tue immer alles lieber ein bisschen erkundigen. Da bin ich ja hergekommen, da unten. Ne? Das ist ja der Anfang. Gibt's Shinies, frage ich mich gerade. Nein, das ist schon die falsche Denke. Gleich, habt ihr gemerkt? Ich werde das selber eine Blockade machen. Immer wenn ich Dark Souls 3 Gedanken habe, werde ich mich selber versuchen, ob verbal oder in meinem Kopf zu blockieren und sagen, nein, es ist nicht Dark Souls 3, es ist ein anderes Spiel, lass dich drauf ein und fall erstmal ins Loch. Das versuche ich wirklich durchzuhalten. Das wurde mir wirklich so oft eingeflözt. Ja, das gibt's, das Verb flözen. An Wand drücken, ein, aus. Achso, da sehe ich schon so. Warte mal. Nee, aber das ist doch X. Ey, er ist da tot. An Wand drücken. Ich habe X gedrückt. Schwein. Naja. Also No Death wird's nicht. Es wird kein No Death Run. Ich weiß, einige Leute haben ja. Einige Leute ist übertrieben. Ein paar Einzelne haben ja wirklich, die wissen ja meinen Skill. Und die haben wirklich, es gab ein paar Wetten von Leuten. Ich habe das gesehen bei Bevin. Es gab eine sehr, sehr schlechte Quote. Aber ein oder zwei Menschen haben tatsächlich darauf gewettet, dass ich beim ersten Durchspielen No Death Run hinkriege. Da haben zwei Leute jetzt sehr viel Geld verloren halt. Aber ich meine, es ist auch wirklich eine dumme Wette. Aber das ist X. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe ja so einen Xbox-Controller hier dran. Ich weiß nicht, ob das dann an Wand drücken. Das heißt so oder was? Nee. An Wand drücken, ein, aus. Ach so, okay, einmal drücken. Okay, alles klar. Mhm, got it. Sieht aber geil aus hier. Okay, da ist ein Gegner. Um die Ecke, an Wand um die Ecke schauen. So, ja, so mache ich ja gerade. Okay. An Wand loslassen. Okay, ist das so ein Stealthy-Game? Mach sie fertig. Schnackendebakel, danke dir, Finster. Mach ich, versuche ich. Bleib unentdeckt, indem du dich duckst und im Gebüsch versteckst oder dich unter dem Boden bewegst. Du besitzt zurzeit kein Schwert. Weiche Feinden mit Heimlichkeit aus und begib dich zum Mondblickturm. Ja, das mag ich. Solid Snake, Alter. Wenn du kurz davor bist, entdeckt zu werden, erscheinen Warnsymbole über den Köpfen der Feinde. Ja, ist auch, kennt man auch von Metal Gear Solid. Okay, es ist noch so ein bisschen Untergrundbewegung. Geduckt kann der Wolf in enge Räume kriechen, zum Beispiel unter dem Boden. Ich bin der Wolf, oder was? Oh, das war auch ein scheiß Rapper, Leute. Kennt ihr noch der Wolf? Oh shit, Frau Schmidt. Eins in den Chat, wenn ihr das kennt. Ich hab sogar das Scheiß, ich hab sogar die Single, Alter, gekauft. Nichts gegen der Wolf, falls du mittlerweile Zuschauer hier bist. Grüße gehen raus, Respekt. Aber du warst ein schlechter Rapper, Mann. Gleich grüßen wollen sie nicht. Jetzt habe ich jetzt irgendwie Montana Black Bear. Ja, ist wahrscheinlich, dass der Wolf gerade hier zuguckt. Ich bin der einzig wahre graue Wolf, so sieht's nämlich aus, Tato. Also, jetzt weiter hier konzentriert. Also bis jetzt ist ja alles noch so Tutorial-mäßig. Ich habe halt die ganze Zeit Schiss, weil ich habe halt mega Erwartungshaltung an die Schwierigkeit. Jetzt geht Dark Souls erst richtig los. Ja, Mann. Muss ich die Sounds ein bisschen leiser machen, die Dinger? Also aber bei mich stört's nicht. Ich krieg das so mit, die Benachrichtigung. Aber wenn es euch nervt, sagt's Bescheid, dann mache ich die leiser.
die Donation und Sub-Messages. Jo, passt, alles klar. Okay, ich bin immer noch im Stealth-Modus, aber ich glaube, ich brauch's nicht mehr, oder? Okay, da ist ein Symbol. Sehr stimmungsvoll auf jeden Fall. Ich kann jetzt hier dann wahrscheinlich lauschen. Okay. Jetzt steht da so ein Pfeil, dass ich das angehört habe. Wenn ich jetzt nochmal drücke, sagt er das gleiche. Okay, man kann sich das dann nochmal anhören. Das Loch führt zum Rand einer Klippe. That's what she said. Naja, komm, der war schlecht. Wollen wir jetzt mal nicht das Let's Play gleich mit diesem Niveau beginnen, ne? Wollen wir das Niveau, wollen wir mal hochhalten hier, auch für die Gags, ja? Das ist mal hier eine Prämisse, Leute. Die Gags bleiben hier oben heute. Ingame bisschen leise, ja? Aber ich glaube, es ist auch gerade einfach leise, aber ich mache es ein bisschen lauter. Aber trotzdem, ne? Die Gags bleiben auf einem guten Level heute. Das bleibt alles so, wie es hier ist. So. Ich hab's ein bisschen lauter gemacht, aber ich glaube, es passiert auch einfach nicht gerade viel. Okay, ich bin jetzt schon ein bisschen so am Grübeln, was ich machen soll. Also ich habe jetzt die alten Dudes da angelauscht. Kann ich hier auch lang? Ich gehe mal hier lang. Ich will nicht entdeckt werden. Wäre schön, wenn wir das ganze Spiel so spielen könnten. Lass uns einfach nicht kämpfen, okay? Lass uns einfach nicht kämpfen, Leute. Ah, okay. Lass uns doch einfach gar nicht kämpfen, dann ist doch alles cool. Schneidor, danke dir für deinen Sub und Magolores auch. Riggs852 auch, Leute. Danke, danke, danke. Geil, Leute. Schön, dass ihr alle da seid. 1000 Zuschauer, über 1000. Es freut mich sehr. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf meinen Discord kommen. Und da kriegt ihr immer mit, wann ich streame. Da kündige ich das immer an. Manchmal auch auf Twitter, aber eigentlich auf Discord immer. Einfach Ausrufezeichen Discord eingeben im Chat, dann kommt ihr da hin. Okay, aus dem Sprung an Kante hängen. Spring. Okay, einfach hoch und dann halt X, ne? Okay. Hätte ich da auch hingehen können? Okay, es scheint alles noch so ein bisschen Tutorial-mäßig zu sein. Immer schön Parry, Donny. Denk dran. Bester Stream, wo gibt. Danke dir, Soleone. Parry versuche ich. Parry war nicht meine Stärke bei Dark Souls. Aber nein, es gibt kein Dark Souls, gibt's nicht. Obwohl, gibt's schon noch, aber nicht für mich heute. Dann werde ich Sekiro spielen. Okay, jetzt. So ein bisschen Nathan Drake mäßig. Wie heißt es nochmal? Uncharted. Ich guck mal nochmal hier lang. Kann ich jetzt auch lauschen? Okay, da sind überall Gegner, da will ich nicht hin. Also ich glaube, es sind Gegner. Auf was spielst du? Auf PC. Retro-Ben. Das ist ein Mädchen. Cutscene. Weizenwasser. Augsmar, danke dir. Los geht der chillige Donnie-Abend. Was ist eine Frau, Mann? Oder ist ein Dude? Ich dachte, es wäre ein Mädchen. Sehr viel Ehre. Der Wolf hat Ehre, Leute. Oh, Waffe! Gib mir die scheiß Waffe jetzt. Geil. Lass mich damit ballern. Kasubimaru, dein Schwert. Ehre, Alter. Das ist quasi der Covenant. Covenant. Nein! Es gibt kein Dark Souls. Hör auf! Ich glaube, das ist nah dran auch in der Geschichte Japans, oder? Das war doch echt so im feudalen Japan, so ein bisschen so, wie die sich verhalten. Kusabimaru. Ein Katana. Erhalten von Kuro, dem göttlichen Erben. Es ist ein Familienerbstück der Hirata-Familie, einem jüngeren Zweig Ashinas. Okay, jetzt schon 5 Namen vergessen, während ich die vorlese, weil ein Name rein bei meinem Gehirn, ein Name raus. Es galt einst als vergessen, ist dann jedoch in den Besitz des Wolfs zurückgekehrt. Der Name, achso, jetzt wird quasi, was ich mache, wie eine Geschichte erzählt. Mhm. Der Name
Kusa Bimaru. Vermittelt, die Aufgabe eines Shinobi ist zu töten. Doch selbst ein Shinobi darf nicht alles Mitgefühl verlieren. Ein Mantra, das die Klinge selbst manifestieren kann. Okay. Ich hätte geschrieben, Messer. Vielleicht Schwert. Ballert. Kill nicht jeden. Zeig Mitgefühl. Punkt. Hätte auch gereicht. Okay, kann ich das Schwert ziehen? Was ist denn das hier? Das sieht irgendwie reden. Ich habe etwas, das helfen könnte. Das ist eine besondere Kürbisflasche mit Halbwissen. Estus! Nein, gibt's nicht! Kein Estus! Vorsicht! Kein Estus, Leute. Heilende Kürbisflasche. Eine Kürbisflasche mit Medizin, die Vitalität wiederherstellt. Rasten. Ja, Mann. Immer feste drauf mache ich. Adeptus, danke dir. Rasten füllt die Kürbisflasche wieder auf. Hergestellt von einer Schülerin des hausfragenden Doktors Drogen. Drosten. Augsmar, danke dir übrigens auch für deinen Sub. Auch wenn es befremdlich wirkt, dass die Flasche sich von allein auffüllt, liegt das Geheimnis vielleicht im Samen des Inneren. Shadowblade 1990, geiler Jahrgang. Jetzt müssen wir noch einmal. Geheimgang finden? Dann pfeif auf einem Schilfrohr, wie du es früher einmal gemacht hast. Okay. Ich komme, sobald ich das Pfeifen höre. Okay, Geheimgang finden, Schilfrohr pfeifen. Schnellobjekte, jetzt checken wir mal aus. Du kannst verschiedene Schnellobjekte durchblättern und je nach Situation verwenden. Wenn du zum Beispiel Schaden erlitten hast, kannst du mit der heilenden Kürbisflasche Vitalität wiederherstellen. Schnellobjekt benutzen, Schnellobjekte durchblättern. Okay, got it. Geil, dieses Geräusch. Das ist wie, sind wie diese Trommel. Bring, bring, bring. So, das ist sehr japanisch. Macht Sinn. Aber ich habe jetzt gerade gescrollt, aber ich sehe das Objekt nicht. Vielleicht muss ich hier mal was machen. Pfiffenfreie Pätze kannst du schnell schließen. Alles gesperrt, gesperrt, gesperrt. Schnellobjekte habe ich noch keins. Hat die es mir jetzt nicht gegeben? Oder der? Inventar, Objekte, die du benutzt, kannst du im Inventarmenü. Oh Gott, ich krieg jetzt schon hier mein Gehirn, platzt schon. Das sind alles zu viele neue Sachen. Da bin ich ja schon überfordert. Okay. Das müssen wir, glaube ich, erstmal mit. Das wird hier auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon sagen an die ungeduldigen Leute da draußen. Das hier, das wird auf jeden Fall alles Trial and Error. Das werde ich mir. Mein Gehirn funktioniert nicht wie normale Gehirne, weil ich habe einen sehr, sehr hohen IQ. Auf manche Leute wirkt es, als wäre ich dumm. Nee. Das ist ein sehr, sehr hoher IQ. Und deswegen wirkt es halt, denkt mein Gehirn anders. Ich kann sowas nicht verarbeiten. Ja, siehst du, im Chat wird schon der Emote geballert. Die wissen mein IQ. Okay, lass mal raus, ich bin da schon zu früh drin. Also, die Leiste checke ich nicht, das ist aber mein Leben. Das heißt, ich bin gerade schwach, ne? Also ich bin schon im roten Bereich. Und sie hat ja, er hat ja gesagt, weißt du nicht mehr, was passiert ist? Und ich habe mich nicht daran erinnert. Okay, ich check die Geschichte, kriegen wir schon mit. Mal gucken, was. Und ich soll jetzt aber einen Geheimgang finden. Aber ich gehe natürlich erstmal hoch und check mal aus, was in deiner Wohnung so alles ist. Shiny! Kügelchen. Medizinische Kügelchen, die langsam Vitalität herstellen. Ein geheimes Verfahren, das seit Generationen in diesen Ländern wieder weitergegeben wird. Aufzeichnungen zufolge wird es seit langem in Kämpfen eingesetzt und führte zu der berühmten Widerstandsfähigkeit der Ashina-Krieger. Ein Kästchen voller Kügelchen kann auch als Kampfamulett dienen. Ah, ist zu viel Information noch für mich. Macht mal langsam, Leute. Ich check hier noch check ich gar nichts. Wie kann ich denn das Schwert benutzen? Das kann ich noch nicht benutzen, oder was? R2? L1, da geht noch nichts. Okay, die sind noch nicht freigeschaltet oder sowas, keine Ahnung. Ich kann auch nicht rollen. Ich rede nochmal mit dem. Unter der Brücke auf über dem Burggraben, Leute. Unter der Brücke beim Burggraben. So, jetzt gehen wir mal raus. Sind jetzt hier Dudes? Du musst deine Wunden. Ja, will ich ja, aber gib mir mal die Scheiße. Guck mal, ich drück da, aber ich kann nichts dahin
Jetzt geht schon los, Leute. Schnellobjekte. Ja, hier! Ha! Schlau! Heilende Kürbisflasche. Machen wir jetzt mal, ich mach mal hier noch das. Und Heimkehrfigur, das ist wahrscheinlich wie ein Homeworld-Bau. Nein, das gibt's nicht! Ist ein anderes Spiel. Nicht vergleichen. Vorsicht, aber ich mach's trotzdem mal alle hier dahin. So, und jetzt habe ich ja... Und jetzt mach ich... Ah, ich würde es lieber... Naja, nee, ich ändere es nicht. Ich ändere es nicht wie Dark Souls. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Tastenbelegung so auf Y mache und sowas. Nee, ich mache es jetzt so, wie es hier gesagt wird. So, geheilt. Ich nehme noch eins von denen. Gib mir die Kügelchen, Alter. Guck mal, das jetzt geht meine Energie langsam hoch da unten. Okay. Das wirkt jetzt eine ganze Weile. Okay, jetzt haben wir Energie. Let's do this. Let's get ready to rumble, Leute! Jetzt wird hier richtig der Katana rausgewichst! Ein Shinobi will die Haltung seines Gegners durchbrechen. Was zum Beispiel? Jetzt, okay, jetzt muss ich richtig aufpassen. Leute, jetzt muss ich alles ausblenden. Das habe ich immer wieder gehört. Das Kampfsystem, das muss man rausfinden. Das sei wohl sehr schwierig zu verstehen. Kopf, bitte Gehirn. Bleib jetzt mal hier. Hilf mir. Ein Shinobi. Ich bin ein Shinobi. Okay, will die Haltung seines Gegners brechen. Haltung. Was zum Beispiel durch Angriffe möglich ist. Wenn die Haltung des Gegners durchbrochen ist, ist er für einen Shinobi-Todesschlag anfällig. Okay. Das heißt quasi, sein Health Bar ist eigentlich sein, naja, sein Rüstungsbar, sage ich jetzt mal. Oder sein, okay, RB. Also er bei Durchbrechen hat, okay. Das wird jetzt ja wohl nicht so schwer sein, der erste. So, Schwert ist gezogen, Leute. Was habe ich für Moves? Nur R, okay, ich habe nur R1. Habe ich R2? Nee, noch nicht. Doch, das ist hier, okay, was kann man da machen? Nicht das. Okay, dann ist. Ab geht's, komm. Honda! Sundar geht da! Noch habe ich es nicht verstanden. Okay, ich war mir, weil jetzt zwei gleichzeitig war, konnte ich jetzt auf die Balken nicht so richtig mich konzentrieren. Ich habe das nicht richtig. Oh, guck mal, wie geil der Mond aussieht. Ich bin der graue Wolf! Ich habe es nicht ganz verstanden. Was macht der für Moves eigentlich? Habe ich Ausdauer? Nee, ne? Okay. Ich kann die ganze Zeit schlagen. Ist ja geil. Und was macht das? Macht das irgendwie so ein... Okay, das, wenn man das gedrückt lässt, dann macht er so einen geilen... Okay. Hüpfen kann ich auch in der Luft. Okay. Ja, es wird... Da werden ja wohl jetzt noch ein paar Gegner zum Üben kommen, oder? Let's go. Okay, der sieht krasser aus. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hinkriege. Parieren! Come on jetzt! Manchmal reichen Angriffe nicht zum Durchbrechen der Haltung des Feindes. Das Parieren feindlicher Angriffe durchbricht die Haltung ebenfalls. War erfahrener Shinobi erreicht durch den Wechsel von Parieren und Angriffen einen schnellen Sieg. Okay. GG. Easy GG. Besser Dark Souls-Spieler Deutschlands kann natürlich auch sowas. Okay, hier war ich vorhin. Hier bin ich vorhin rumgeschlichen, ne? Okay. Aber es macht Bock. Also, macht schon Bock. Aber ich muss die Leiste noch checken. Zielerfassung. Habe ich schon gemacht? Habe ich gecheckt. Okay. Das habe ich schon gecheckt. Verstanden. Ich will lieber einen einzelnen machen. Ich will das mit der Leiste noch checken. Dann versuchen wir mal zu parieren gleich. Okay, ich muss die Leisten verstehen. Das sind zwei Leisten. Das in der Mitte ist so ein Punkt. Habe ich noch nicht verstanden, gebe ich zu. Muss ich noch verstehen, die Leisten. Das sind zwei Leisten. Das eine ist die, das obere ist denen ihre Energie und das in der Mitte ist so ein weirdes. Das habe ich noch nicht verstanden. Naja, okay, ich gehe erstmal hier oben lang. Aber wir sind schon mitten in der Action, Leute. Okay, das ist wieder ein krasserer Dude.
Okay. Parieren läuft bei denen. So, hier war unser Junge drin, ne? Weiter. Okay, und ich muss jetzt diese Brücke, die Geheimgang finden. Dr. Acular und Markobo 0305, Magna Calamitas. Lauter neue Leute, lauter neue Subs, alles Erst-Subs. Vielen lieben Dank, schön, dass ihr hier seid. Bleibt mal hier. Ist geil hier. Wird euch der Chat sagen. Die werden sagen, hier Leute, komm rein, mach's dir gemütlich. Komm, ich blass dir ein. Ja klar. Oh, schon direkt hier, schon direkt Ärger. Da kam ich her, okay. Kann ich hier irgendwie hochhüpfen? Ja, krass, man kann hier langlaufen. Also interessant, dass das so, dass man hier so überall landen kann. Das finde ich immer gut, gut zu wissen. Das könnte neue Strategien eröffnen. Als Mod kann ich das bestätigen. Nice. Meine Mods sind eh die besten. Kann ich planschen? Nein! Anderes Spiel! Aber ich mach's trotzdem. Ja, gibt's. Ich bin der Shinobi, Mann! Was wollt ihr von mir? Ich bin der Shinobi, Alter. Shinobi Bonobi kann er in einmal nicht da. Also, Update bis jetzt. Macht Bock. Okay, okay. Der hat zwei so Punkte. Anführer. Counterhieb. Ein Counterhieb. Ah, oh, ich weiß nicht. Ja, scheiße. Ein Counterhieb kannst du ausführen, wenn du direkt nach dem Parieren angreifst. Habe ich gemacht. Dabei führst du der Haltung Schaden zu und hat keine Zeit, sich zu erholen. Das habe ich ja schon gemacht. Sozusagen. Manche Feinde kannst du nur mit mehreren Todesschlägen besiegen. Okay, das sind die Punkte, oder was? Die Anzahl an benötigten Todesschlägen wird von den roten Kreiszungen. Okay. Okay, zwei Schläge waren das. Ich bin gleich tot. Tot? Okay. Okay, okay. Also, ich werde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das mit den Leisten sehr verwirrt noch. Also, Parieren-Timing kriegt man raus, okay. Aber man muss gerade noch auf sehr viele Sachen achten. Aber es sind ja erst die ersten Gegner, wir werden jetzt einfach üben, da kommt man schon rein, so läuft's halt. Ich versuch's den auch mal direkt zu parieren, einfach damit ich da reinkomme in den Vibe. Okay. Okay, das war jetzt parieren und countern, das geht. Was passiert, wenn ich einfach jetzt nur auf... Ich nehme jetzt auch einen Tod in Kauf, ich will es nur ausprobieren. Was passiert, wenn ich nur R1 sozusagen baller auf den, ohne parieren und so? Was passiert dann? Die Leiste wird da größer bei ihm? Und wenn die rot ist, ist seine Deckung weg, oder? Das habe ich nicht ganz verstanden. Das würde ich erst noch rauskriegen mit ein paar Gegnern. Das dauert einfach länger, okay. Kann man parieren einfach gedrückt halten, oder muss ich das timen, frage ich mich gerade. So ist wahrscheinlich Deckung, ne? Okay, das geht. Man muss schon richtig kurz vorm Angriff. Also parieren halt. Und der letzte Schlag ist immer quasi so eine Art animiertes Todesding. Ja, wegblitzen, okay. Da frage ich mich gerade, okay, das ist wahrscheinlich immer, wenn jemand stirbt, ist es halt immer
Ich weiß, nicht vergleichen mit Dark Souls, aber trotzdem muss man das in dem Fall schon sagen, so Riposte-mäßig. Also das ist eine, wie ein Backstab oder sowas ist. Die sterben nicht einfach, wenn ich die treffe, richtig, ja? Wir haben jetzt zwar nicht so viel Energie, wir versuchen es aber trotzdem jetzt nochmal, diesen Miniboss. Und mal gucken, wie das so abgeht. Ich hatte aber beide Punkte wieder da. Ah, shit, jetzt war der anfällig. Okay. Die Leiste da oben check ich noch nicht. Die check ich noch gar nicht. Da muss ich dranbleiben, ne? Okay, jetzt haben wir den. Da kommt einer von hinten, scheiße! Aha, nicht mit mir, mein Freund. Ha! Naturtalent? Oder stellen sich alle so an wie ich gerade? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach. Wir nehmen das Confidence, Mann. Das ist ein Confidence-Stream. Wir nehmen das einfach an, als ja, habe ich gut gemacht. Keine Ahnung, ob sich andere Leute auch so anstellen. Das ist der beste Sekiro-Spieler, den ich je gesehen habe. Buffalo Joe, danke dir. So, hier ist ein Shiny. Ne, nenne ich einfach Shiny. Muss man Shiny nennen. Handvoll Asche. Zu einem harten Klumpen zusammengepresste Asche. Wirf es auf Feinde, um sie kurzfristig abzulenken. In der China fällt viel Schnee. In Berlin auch. Weißt du, was ich meine hier? Ich guck's nicht. Oh Mann. So, dass die Öfen sich mit Asche auffüllen. Weil das kriege ich nämlich oft gefragt, weil Leute immer sagen, du bist aufgedreht. Und dann so ein Gag und dann hier vom Stream. Ja, muss ich kurz rechtfertigen. Okay, weiter geht's. Aua! Ich dachte kurz, das tut mir unten in den Sack rein. Frömeln. Okay. Jetzt mal kurz akklimatisieren. Okay, dieses Zeug kann ich ja jetzt eigentlich auf... Achso, ich nehme mal die Kügelchen unten. Das war so. Und ich habe ja noch sogar... Wo habe ich denn die heilende Kürbisflasche? Ach, die füllt sich auf! Habe ich vergessen, stimmt. Aber wo sehe ich denn, wann die aufgefüllt ist? Muss man da einfach warten? Faultier 123, vielen Dank für die netten Worte. War ein bisschen lange zum Vorlesen, aber ich habe es gelesen. Danke. Okay, am Bonfire sozusagen. Okay, oder wenn man halt neu... Dann ist das neu. Okay. Ja, muss auch kurz sein, hier dieses Erkunden. Okay, wir haben uns gut angestellt bis jetzt. Ich gehe mal hier lang. Das sieht irgendwie interessant aus. Kann ich hier so laufen drauf? Nee. Aber ich kann da runter. Da, Doppelsprung. Vielleicht ist hier noch ein Item oder so. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich geil bin auf Items sozusagen. Ja, weil ich jetzt noch... Ja, weil ich schon merke, die Items sind knapp. Ich habe jetzt schon meine Kügelchen weg und das Estus-Ding... Ja, nicht Estus... Wie heißt's? Heilende Kürbisflasche. Kirby! Wir nennen's Kirby! Kirby, okay? Oh, ich brauch Kirby! So nenne ich das. Man sieht da ein Item rechts. Ah, danke für den Hinweis, gerade im Chat. Sehr wichtiger Hinweis. Sorry, das ist natürlich wichtig. Darüber rede ich gerade, diese kleinen Items. Das hier. Oh Gott. Oh, es ist wie so im Spiegel die Haare schneiden. Man weiß nie, wo links und rechts ist. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Danke für den Hinweis. Das hier unten meine ich, ja. Heilende Kürbisflasche. Vielleicht mache ich es ganz ins Eck. Ihr habt recht. Ja, komm. Let's go. Ja, so machen wir das. Vielleicht kommen danach noch Items hin. Ich weiß nicht, aber jetzt ist gut. Okay, weiter geht's. Jetzt gehen wir mal durch das Tor. Durch das Tor, wo der Anführer. Das war der Beschütz. Aber es macht schon Bock, die Kämpfe. Es könnte schon mein Ding sein. Ich weiß noch nicht. Ich kann mir schon vorstellen... Okay, kann nicht geöffnet werden von dieser Seite. Kann mir schon vorstellen, dass es schwieriger wird. Natürlich. Aber generell... Ich glaube, die Skills, die ich von Dark Souls 3 habe, die haben mir jetzt schon geholfen. Ich konnte ganz gut mit dem Ausweichen nach hinten. Das hat mir gut gefallen hier. Das hier habe ich ein paar Mal benutzt. Wo habe ich... Hier, das hier nach hinten so. So dieser kleine Schub.
Gibt ja keine Ausdauer. Ich kann das ja die ganze Zeit machen quasi. Naja. Okay, jetzt, wo geht's jetzt weiter? Hier unter der Brücke, der Geheimgang. Kann ich das hier irgendwie... Das ist nicht richtig hier, da kann ich ja nicht weiter. Hm. Schon verloren hier. Also wir sind schon verloren. Naja, wir gehen nochmal hier, vielleicht gucke ich hier nochmal lang. Das ist doch wahrscheinlich der Geheimgang, hat die doch gesagt. Unter der Brücke. Vielleicht kann ich hier rüber hüpfen wahrscheinlich. Ja, und dann so, ja, okay. Mit X. Springen X geht. Ich sehe gerade, da hätte ich auch lang können, ohne den Baumstamm, aber gut. Ich hab grad den Atem gesehen, das ist cool. Guck mal, hier, der Atem ist, kondensiert. Okay, jetzt müssen wir unsere ganzen anderen Skills ein... Vom Wandsprung an Kante hängen. Sprung in Wandnähe. Wandsprung. Sprung in Kantennähe. Im X im Sprung in Kantennähe, Kanten hängen. Also... Nochmal kurz, das war komisch formuliert irgendwie. Also ich kann hier runterfallen, dann... So. Okay. Jetzt nochmal runter. Nee, nochmal so. Oder hängt er sich da automatisch dann hochklettern? Fallen lassen. Okay, ich guck mal, ob er das automatisch macht oder muss man X drücken? Nee, muss man. Okay, man muss X drücken. Mhm. Okay. Jetzt geht's hier noch weiter, ne? Ich versuch's nochmal mit dem X. Nee, jetzt, du musst schon dann und dich umdrehen, okay. Sonderklär, dich Dachdecken rüberspringen! Wo ist der Geheimgang jetzt hier? Hier ist auch nochmal ein Baum. Warum kann man immer auf diese Bäume gehen hier? Das ist doch verrückt. Weiter runter, was soll's? Nützt ja nichts. Oh, da war irgendwas radarmäßig, was? Da ist was. Ist das ein Gegner? Ist das ein Frosch? Sieht aus wie ein Frosch. Das ist ein Frosch! Ribbit! Okay, Musik ist jetzt auch an. Ja, irgendwie anders. Sind die krass? Kann man die parieren? Okay, easy. Sehr befriedigend, dieser eine Zug durch. Das sind so Hexen oder was? Salamander-mäßig. Okay. Komischer Frosch, ja. Hm. Hier ist eine Sackgasse. Oh. Ja, jetzt, was macht man jetzt hier? Macht man das dann auch mit durch die Wand rollen? Kirby! 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 Ich will Kirby haben! Oh nein! Ich bin SpongeBob! Oh! Oh, Sekiro! Patrick! Ich spiel Sekiro! Patrick! Oh nein! Oh! Das Schwert ist scharf! Ich will Burger braten! Wo... An Wand drücken. Okay. Aber warum kann ich mich hier in die Wand drücken? Vielleicht kann ich irgendwas aufdrücken. Was war denn eigentlich das, wo das am Anfang... Das hier, das Windzeug. Was war denn eigentlich das? Was macht das? Hm. Okay, Leute, schon Sackgasse. Geil. Wir wissen schon nicht, wo es weitergeht. Ich bin jetzt hier runtergegangen, aber ich weiß nicht, wohin. Aber ich will es auch nicht wissen. Nicht Backseat Game, bitte. Ich gucke mir das jetzt mal an, nochmal in Ruhe. Hier muss doch irgendwas zum Klettern sein. Warum konnte ich mich da an die Wand anlehnen? Oder ich gehe nochmal hoch. Da kann ich ja doppeljumpen da oben. Das mit dem Wind muss ich auch noch rausfinden, was das bringt. Ich lehne mich hier schön in meinen Sessel rein zurück und sage, Donny ist ein Geiler. Ja, danke dir, Patrick. Könnt ihr. Ich gebe mir Mühe. Okay, nochmal hoch hier. Ist auch eine gute Übung gerade für das Springen und Dranhängen und sowas. Muss man auch mal sagen. Okay. Okay, hier kann ich Double Jump und wahrscheinlich X. Geht das nicht? Nee. Doch, okay. Ja, wir gehen hoch. Wir waren, glaube ich, hier falsch einfach. Da unten. Ach, an die Wand drücken. Okay, okay, okay. Tutorial-mäßig hier. Check ich hoch. Jetzt Wand drücken. Okay.
Hamburger Schanze, ja Mann. 1300 Zuschauer, schön, dass ihr da seid, Leute. Freut mich sehr. Freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, ihr bleibt ein bisschen dran. Das wird hier noch ein bisschen gehen heute. Ansonsten, falls ihr hier neu seid, ihr könnt gerne meinen YouTube-Kanal abchecken. Da gibt es ein paar andere Let's Plays. Ich habe gerade Dark Souls 3 komplett beendet, also mit beiden DLCs. Gibt auch ein paar No-Death-Runs von mir. Und ich habe zum Beispiel gestern einen Enemy-Randomizer gespielt, der ziemlich unterhaltsam war, wie ich finde. Könnt ihr euch gerne angucken da auf dem Kanal. Und ansonsten bleibt mal hier und geil. Wir gehen mal hier rum jetzt. Hier rum klingt auch wie so ein japanischer Name. Hier rum. Hier rum, Dokoriada. Shinobi. Shinobi. Hier rum. Shinobi. Was sind die Dinger hier eigentlich? Okay, da geht's weiter. Gibt's hier noch was? Krasse Mauer, die musst du auch erstmal bauen, ey. Hiro, Hiri, Hiri-san. Was ist eigentlich das San am Ende immer? Bei japanischen Namen, oder? San. Donny-san wäre ich dann auf Japanisch. Weiß das jemand? Ich schiebe mal auf den Chat, vielleicht weiß. Sohn. San, Sohn. Aber ist eine Anrede, oder? Das ist Ehrenbezeichnung, Sohnemann, Respektform. Domi-san. Naja. Krass, ich habe gerade übelstes Déjà-vu gehabt. Wow. Immer noch. Ha! Jetzt ist es vorbei. Oh, die Javis sind so verrückt, Mann. Die scheint der Fluchtweg zu sein. Den göttlichen Erben mit dem Schiff vorrufen? Ja. Volles Déjà-vu gerade gehabt. Okay, jetzt kommt der kleine Piefke da. Oh, wow, schnell da. Hast du teleportiert oder was? Oh, jetzt stell dich nicht so an, 3 Meter. Klopernikus, übrigens, danke für deinen Prime-Sub. Willkommen. Okamio, joku mitsukete kureta. Ich spule ein bisschen vor. Gleich. Dann lass uns jetzt gehen. Japanisch ist ja sehr lang immer, ne? Also für kurze Übersetzungen ist mir mal aufgefallen. Habe ich irgendwann mal gelesen, dass so gefühlt so, wenn man sagt, hallo, ich bin Donny, ist auf Japanisch. Jetzt laber nicht so viel Spiel! Okay. Die Blutlinie ist hier irgendwo am Arsch. Alles klar. Hey Kleiner, kennst du meine Blutlinie? Musst auf den aufpassen jetzt, ja. Da denke ich immer bei solchen Missionen, bei jedem Videospiel, denke ich immer an GoldenEye, wo man Natalia retten muss. Bei Complex, glaube ich. Oder wie? Bei Bunker? Ich weiß nicht mehr. Wo die dann nicht in den Aufzug, wo man den Aufzug bringen muss. Okay. Geil sieht das hier aus. Okay, wir können wahrscheinlich schleichen. Da oben ist es ein Dude. Wie geht das noch mit dem Schleichen? Macht er dann mit, wenn ich schleiche? Komm her. Oder bleibt der? Der Schisser bleibt erstmal in der Höhle, oder was? Du kleiner Depp! Der bleibt in der Höhle und lässt mich die Drecksarbeit erstmal machen. Ja, okay, war vielleicht besser. Da stirbt er wenigstens nicht. Oh! Kratzt ihn einfach so? Oh Mann, scheiße. Ist das ein Boss? Direkt? Geiler Held. Hatasiwa heißt ich. Vielleicht lernen wir ein bisschen was. Hatasiwa, Donny-san. Hatasiwa, Donny-san. Sumane. Omakase yo. Ich weiß nicht. Ich hab noch nicht so drauf. Überlassen ihn lieber noch nicht mehr. Oh, episch! Dr. Niemann, danke für den Prime Sub. Willkommen. Das sieht episch aus, Mann. Der Mond und alles. Das ist so geil. Das ist so ein japanischer, das ist einfach nur Japan-Porno. So. Mein Schwert ist nicht gezogen, oder? Doch. Ja, mach. Okay. Ich check das immer noch nicht mit dem Durchbrechen. Okay, scheiße. Bin schon tot? Okay. Oh! Damn! There goes my hand. Scheiße.
Ist das jetzt einfach nur so eine Cutscene, die eh passiert? Oder ist das jetzt wirklich... Geiler Bogen. Miko wa moratte iku zo. Ja, ein bisschen Gänsehaut. Warum eigentlich? Ich bin noch gar nicht so in der Story drin. Was ist denn das für ein Hexenmann? Hexenfrau? Frau? Jamie Lannister-Style, Leute. Kriegen wir jetzt eine goldene Hand oder was ist da los? Ich spiele doch eher mit links hier gerade. Ich dachte gerade kurz, der macht Schorf ab. Ich dachte, es wäre vom Fuß, ey. Ugh. Oh, ich bin gearscht. The Witcher. Die Kamera, der Pan ist so typisch From Software. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist so eine bestimmte Geschwindigkeit von den Kamerafahrten, die auch bei den Dark Souls spielen oder bei den Souls spielen so ein bisschen machen. Ich spiele mit Lenkrad, ja, Johansson. Also den konnte man gar nicht schlagen. Also, ja. Bananensplitter 7, danke dir, mir geht's gut, ja. Dube Dubi, hey Donny, was läuft? Hoffe, du hast einen entspannten Tag. Oh Mann, Dube Buddy, voll die nette Nachricht. Danke, sowas lese ich gerne vor, wenn ich es aufschnappe. Mir geht's gut, ich habe einen guten Tag. Heute einiges erledigt bekommen. Und jetzt, ich habe mich den ganzen Tag auf dieses Let's Play gefreut, muss ich ehrlich sagen. Aber auch ein bisschen Schiss gehabt, weil ich nicht wusste, ob es mir gefällt oder nicht. Bisher kann ich sagen, gefällt es mir. Aber wir sind, glaube ich, noch überhaupt gar nicht im Spiel. Der künstliche Arm eines Shinobi, der vom Bildhauer weitergegeben wurde. Shinobi-Prothese. Eine Nachbildung eines menschlichen Arms mit einer Fülle von Mechanismen, sie wurde speziell für Motivation und Anpassung entworfen. Trotz einiger Kratzer sowie Blut- und Ölflecken ist sie im Tat, also damit kann ich jetzt vielleicht das so upgraden. Ist es quasi unser Schmied? Nein, nicht vergleichen, ist nicht Dark Souls, nicht vergleichen. Das sieht auch so richtig, ja doch, manchmal muss man vergleichen, das sieht sehr Dark Souls-mäßig aus, diese kleinen Figuren. Okay, der schnitzt den ganzen Tag so Figuren, mega der Psycho. Dude, maybe you wanna talk to someone, maybe you wanna... I don't know. Warte, ich nach 6 Monaten Corona-Quarantäne. Ah, hey Donny, was machst du den ganzen Tag? Nichts, streamen und so, ein bisschen arbeiten. Und dann so Schnitt, ich zu Hause das. Und halt abends streamen, aber keiner weiß, mein Geheimnis ist, ich mache komische und creepy Puppen den ganzen Tag. Okay, Leute, ich rede dir nochmal mit dem. Buddha schmitzen, tu was du willst. Fragen, wie du hergekommen bist, ja. Da wusste ich nicht mehr. Sorry, wenn es zu schnell für euch geht, aber ich lese das einfach und dann. Einige Zeit. Ah, genau wie Tom Cruise, der ist doch auch da, der hat auch gepennt. Der hat auch gepennt da und ist dann von der einen so, wieder aufgepeppt worden. Ich kann die Stimme etwas lauter machen, natürlich, gerne. Ich habe jetzt schon aber ordentlich Sound, ist schon ordentlich geballert hier eigentlich, aber... Die Wohnung bleibt so, wie sie ist! Das habe ich ihm gerade gesagt. Fragen, wie der hergekommen ist, okay, ein bisschen kryptisch alles. Ich muss diesen linken Arm auf jeden Fall checken, was da los ist. Hab's jetzt ordentlich aufgedreht, Leute.
Shinobi-Modul. Ja, es ist jetzt noch zu viel für meinen Brain. Ich hoffe, der Sound passt jetzt. Ich habe es ein bisschen aufgedreht, aber es müsste eigentlich passen. Ich glaube, das ist jetzt auch, das Spiel ist manchmal laut und dann wieder leiser und so. Er liest null, doch, ich habe schon gelesen, keine Sorge, aber es ist trotzdem für mich schwer zu verstehen, weil ich finde, er redet über Sachen, wo ich jetzt schon so ahne, wohin das geht. Dieses Modul, Prothese, das wird, glaube ich, im Laufe des Spiels halt wichtig werden. Aber so ganz verstehe ich ja trotzdem nicht, was er sagt, weil es ja schon auch wieder ist typisch From Software kryptisch formuliert ist. Hey, hallo. Und der göttliche Erbe, jemand ist hinter ihm her. Es kann sein, dass die seltsamen Dinge, die mit deinem Körper passieren, etwas damit zu tun haben. Der göttliche Erbe ist der Dude, den Jamie Lannister gemacht haben, oder? Donny kann nicht lesen. Da müssen wir noch was machen. Ja, der göttliche Erbe hat das Kind. Nee, der göttliche Erbe ist das Kind. Der Junge ist der göttliche Erbe. Aber der Dude, der mir die Hand abgeschnitten hat, der ist ja eigentlich gut. Einer befindet sich in der Lichtung rechts neben dem Tor, das vom Tempelgelände führt. Zwei Fremde in seltsamen Umständen. Ihr zwei könntet euch verstehen. Okay, fühlt sich ein bisschen an hier wie Safe Space. Ja, ich wage den Vergleich. Firelink Shrine. Oder so ein bisschen Manjula. Hier scheint wohl nichts zu passieren. Hier sind ein paar NPCs. Hier können wir ein bisschen abgehen. So, und die Figur des Bildhauers besuchen. Manjula for the win. Ja, Mann, Lito. Ich fand die Musik bei der Manjula immer am besten von den Sachen. Objekt aufsammeln. Kügelchen, wissen wir. Kennen wir. Nice. Umsehen. Wir machen einfach weiter so und das wird sich, die Geschichte wird sich, ich mache das immer so, das wird sich irgendwie alles ein bisschen ergeben und einfügen. Wahrscheinlich muss ich später nochmal irgendwie ein paar Sachen lesen, damit ich die Zusammenhänge verstehe, aber jetzt erstmal die Informationen, die mir gegeben hat, bringen mir erstmal noch nicht so viel. Malzmeister und Markus Forwith. Markus G. Forwith, keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt er Hallihallo und lässt einen Prime-Sub da, vielen Dank. Okay, lass uns mal dieses Ding hier machen, was auch immer das ist. Aber eigentlich will ich eher mal hier gucken erstmal. Sieht schön aus hier, guck mal. So. Eingekesselt von dem Felsen da. Da ist der komische Buddha-Dude. Der hat sehr, sehr viele To-Do-Zettel. Der hat sehr, sehr viel noch zu tun, mein Freund. Müll rausbringen, Wäsche machen, Schulden zurückzahlen, den Finanzamt anrufen. Naja. Ich schnitz lieber Buddha-Figuren den ganzen Tag. Man redet kryptisch. Komm, wir gehen mal hier. Figur des Bildhauses. Also Figuren des Bildhauses dienen als Checkpoints überall in Ashima. Wichtig. Beim Rasten dort wird deine Vitalität vollständig, ja, also quasi Bonfire, sowie eine Anwendung von Auferstehung wiederhergestellt. Gelagerte Schnellobjekte und Geist-Embleme laden im Inventar. Was ist ein Geist-Emblem? Besiegte Feinde werden mit einigen Ausnahmen wiederbelebt, wenn du rastest. Oh! Mit einigen... Ja, also das ist die klassische Souls-Mechanik. Die Gegner entstehen wieder. Wenn man rastet, wird Energie aufgefüllt. Gelagerte Schnellobjekte landen im Inventar. Aber das mit dem Geist-Emblem müssen wir noch gucken, was das bedeutet. Okay, Gebetsperle. Was kann ich jetzt hier machen? Nichts. Ich kann rasten. Habe ich jetzt mal gemacht. Okay, das ist jetzt quasi... Und jetzt kann ich hier aber nichts auswählen. Ist das nur Infografik für mich, oder was? Weiter geht's, komm, wir gehen durch das... Ah, ich weiß nicht. Berg hoch, Tor. Aus irgendeinem Grund will ich lieber den Berg hochgehen. Ich weiß nicht warum. Bauchgefühl sagt mir, geh hier lang. Bist du cool? Du bist cool, ne? Alles klar, Mann. Du siehst cool aus. Mhm. Ein unbekanntes Gesicht. Mi Sokomoto. Wie ist euer Name? Ich bin Shinobi. Nee, ich bin ein Shinobi. Ich bin Wolf. Ihr seht aus, als wärt ihr ein geschickter Shinobi. Entweder ein Shinobi oder vielleicht
Ich möchte euch um etwas bitten. Kämpft gegen mich. Okay, alles klar. Jetzt geht's mal los. Ich check noch nicht, wann. Ich kill den nicht, oder? Oh, okay. Was ist denn mit dem? Warum lebt der noch? Der sieht auch ein bisschen am Arsch aus. Guck mal. Guck dir den mal an, Alter. Der ist ja jetzt zombie-mäßig, oder was? Gebetskasten untersuchen. Objekte, die woanders nicht mehr verfügbar sind, befinden sich im Gabenkasten. Sorry. Wenn der Kasten erleuchtet ist, hat ein weiteres Objekt den Weg hineingefunden. Objekte können durch Untersuchen des Kastens. Oh, so langsam fängt mein Gehirn an, so langsam kriege ich ein bisschen too much gerade hier. Gabenkasten, Gebetsemblem. Ich glaube, ich muss mich davon trennen, wir müssen einfach ballern und ich werde das schon irgendwie verstehen nachher. Ich verstehe hier gerade noch nichts. Gib mir da, warum ist der hier noch am Leben? Die Schwerkung ist beeindruckend. Nur wenige konnten sich auf so freundliche Weise töten. Was seid ihr? Manche nennen es untot, andere infiziert. Oh, das erinnert mich an diese Serie, diese koreanische Serie. Wer ist die nochmal mit den Zombies? Kingdom. Ja. Wieso übt ihr eure Schwertfähigkeit nicht ein wenig an mir? Ja, das ist gut. Könnte nützlich werden, ganz gleich, was eure Mission ist. Ein Körper, der nicht sterben kann, könnte praktisch für euch sein, na? Ja, gut. Das ist gut. Es heißt, sein Schwert zu schwingen wäre eine gute Ablenkung. Training. Geil, okay, das ist gut. Das gefällt mir. Ja. Angriffe oder parieren? Ich will erstmal parieren. Erbittlicher Kampf reicht nicht immer, um die Haltung des Feindes zu brechen. Das Parieren gegnerischer Angriff durchbricht die Haltung des Feindes ebenfalls. Pariere feindliche Treffer und führe 3 Todesschläge aus. Parieren. Ich check nur noch nicht so ganz genau, wann ich... Sieh, also ich verstehe noch nicht, wann der Parry geklappt hat. Also was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe 3-mal pariert und ich habe alles richtig gemacht, oder? Wann ist denn der Parry richtig? Wann landet der denn? Ich check's nicht, Leute. Ich mache mal absichtlich einen schlecht geteilten Parry. Der war richtig, okay. Also das wenn's Ding Kling macht, wenn die Schwerter funken, also mach ich's eigentlich immer richtig die ganze Zeit gerade fast. Aber welcher Balken? Also ich muss echt sagen, es tut mir leid, wenn das nervt, aber ich check die Balken nicht. Jetzt habe ich unten auch noch so einen Balken, das ist mein. Ich check seit den gelben Balken, was passiert denn bei ihm, wenn ich... Warum check ich das nicht? Jetzt hat er keinen anderen Balken. Wenn der voll ist, dann... Warte mal, jetzt check ich langsam. Jetzt check ich's. Okay, ich muss ein paar Mal üben. Das ist schon okay. Jetzt, also wenn der gelbe Balken voll ist, dann habe ich seine Deckung quasi... Wenn das... Okay, das geht hoch. Und wenn das Maximum ist, auch bei mir, dann kann ich auch nicht mehr parieren. Wahrscheinlich. Ich will nochmal parieren. Aber muss ich überhaupt danach schlagen? Aber wenn ich schlage, nämlich. Ah, jetzt check ich's, weil ich kann den erst. Und dann reicht auch ein so ein Schlag, dass er tot ist. Ich muss also gar nicht. Warte mal, muss ich überhaupt. Muss ich überhaupt schlagen, nachdem ich pariert habe? Nee, eben nicht, weil ich treffe ihn ja nicht. Okay. Okay, ich muss nämlich gar nicht dann schlagen und das ist ja auch riskanter, wenn man schlägt, weil vielleicht andere Gegner schneller. Bombe Angriffe. Shinobi will die Haltung zum Beispiel durch Angriffe durchbrechen. Ein Shinobi.
Ein Feind mit durchbrochener Haltung ist für einen Shinobi Todesschlag, also das, was ich bei dem gemacht habe, durchparieren. Führe nach dem Durchbrechen der Haltung 3 Todesschläge aus. Angriff. Aber das habe ich ja gerade schon gemacht die ganze Zeit. Oder? Ich glaube, ich habe ich ja schon gemacht sozusagen gerade. Na komm, Spaß. Kann man backstabben? Ach so, nee. Okay. Ja. Ich lerne. Man kann also auch, wenn nur wenn ich drauf baue. Guck mal, dann geht das Gelbe hoch. Brett ist voll. Und dann kann ich sozusagen... ich komme langsam rein, Leute. Okay. Ich komme rein. Okay. Donny ist irgendwie talentiert. Gabelgibbel sagt das. Ja, danke. Einer der besten Dark Souls 3 Spieler Deutschlands. Ich meine, klar, das muss ja auch wohl hier. Muss ja auch. Ausweichschritt. Okay, das kann ich zwar auch schon gefühlt, aber machen wir auch. Komm, wir machen mal strebermäßig heute. Ja. Ausweichkonter, okay, das muss ich mir. Achso, warte. So. Ah, okay. Da geht er richtig an. Das macht Bock. Das macht Bock. Oh, jetzt hat er so einen komischen Druck. Wir machen da so ein Ausweichding, Konter. Komm, mach. Nach dem Ausweichen. Komm, wir machen okay. Also, ich will in die weite Welt jetzt. Ich hab's Gefühl, vielleicht ist es zu breite Brust, aber ich will jetzt los. Ich will los! Ich will Gegner haben, richtige Gegner, die nicht keine Untoten nehmen. Einmal noch parieren, einfach so, wenn wir es können. Das Verfahren. Ah ne, da muss ich ja den. Ah, da habe ich gedreht. Okay, nein. Rexon, danke dir für deinen Prime Sub. Willkommen hier. Ja, Schnauze. Weiter geht's. Ich will jetzt in die Welt. Greif mich an, um mich zu töten. Das machen wir nachher nochmal, wenn wir mehr Fähigkeiten haben. Achso, ein neuer Kampf ist jetzt. Freier Kampf ist jetzt verfügbar. Ah, sollen wir das andere direkt machen? Einmal, komm, da müssen wir wahrscheinlich alles Mögliche dann machen jetzt. Wir müssen das alles wahrscheinlich kombinieren. Parieren, ausweichen und halt... Okay, der wird sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen besser anstellen. Jetzt tötet, komm an! Okay, das ist geil. Wann lernt jetzt? Ich check das schon. Ich muss auf meine Haltung achten. Wie kann ich... Aber meine... Okay, die geht nach der Zeit wieder weg, habe ich gerade gemerkt. Okay, da hätte ich jetzt parieren sollen. Und nicht ausweichen. Komm, mach irgendwas. Jetzt mal drauf einfach, auch mal drauf. Ah, jetzt hätte ich ausweichen können. Okay. Jetzt habe ich diesen Counter gemacht. Kann man nochmal parieren? Ah, jetzt ausweichen können? Ja, okay. Alles fängt langsam an Sinn zu machen, Leute, hier. Jetzt hat er auch mehr... Jetzt ist schwieriger, sein gelbes zu durchbrechen. Okay. Jetzt hat er aber nochmal... Achso, ich muss es dreimal machen, einfach, okay. Cool! Mehr schlagen sehe ich gerade im Chat. Versuchen wir. Aber gerade geht es mir eher so darum, zu checken, was eigentlich... was ist. Wir hauen hier ab mal. Okay, cool. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt immer mehr... Sachen. Das ist sowas von Donnys Game, sagt Tobes 245. Ah, mal gucken. Bisher macht's Bock. Bisher bin ich nur stutzig bei den ganzen komischen, kryptischen Erklärungen. Da ist jetzt zum Beispiel auch ein NPC. Ich hab nicht mal Bock, die anzusprechen. Ich will ballern, Leute. Jetzt so langsam. Aber ich mach's. Ich muss die bestimmt ansprechen. Wegen irgendeinem komischen Erben. Die Macht des Drachenblutes. Ich hätte nie gedacht, mit meinen eigenen Augen zu sehen. Wer seid ihr? Ich stehe als erst in den Diensten eines Meisters. Welchen Meister? Vergib mir, aber ich, um seiner Sicherheit will, ich kann das nicht verraten. Mein Meister gab mir doch den ausdrücklichen Befehl, euch zu unterstützen, wo ich kann. Ich verlange nicht, dass ihr mir vertraut, aber ich muss den Befehl meines Meisters folgen lassen. Eine Kürbisflasche mit Heilwasser. Ja, ich hab auch keine Stimme so zu machen.
Doctor Who mit May Concern. Danke dir für 3 Monate. Okay, gib mir die. この表と。はい、あなたが譲り受け気づいているかもしれません。この表と。Jetzt was natürlich vermehrt sich von selbst. Sounds epic. Danke fürs Sub。薬師としての助けと。氷炭の種を。Kürbissamen。Esther-Shards? Anyone? 氷炭の種、新たな種を加えれば手に入れたら。 Okay, gut zu wissen. Ich hab keine, oder? Du hast keine, okay. Lass mal abhauen hier, die dauert mir zu viel. Ich will ballern jetzt. Aber ich finde es eine coole Entscheidung, sehe ich gerade auch. Die japanische Synchro ist echt nice. Finde ich auch eine coole Entscheidung von den Machern, dass sie es einfach auf Japanisch lassen. Das ist irgendwie. Ist auch cool. Ist dann denen ihre Kultur. Mit dem Greifhaken der Shinobi-Prothese erreichst du Orte, die anders unerreichbar wären. So kannst du. Alter, der Enterhaken? Wie bei Zelda? Rundes Symbol zeigt, okay. Aber wie? Ja. Aber. Achso, wenn es grün ist. Geil. Okay, cool. Sari85, danke dir für deinen Prime-Sub. Bin ich jetzt überhaupt richtig lang? Ja, komm, wir gehen jetzt hier. Abenteuer, geht jetzt los, komm. Aber ey, ich muss jetzt schon loben, das Spiel. Wirklich, ich muss jetzt schon ein kleines Loben. Mini, 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 finde ich, Zwischenfazit machen. Das ist perfekt, finde ich. Also zumindest für mich, für meine Spielweise gemacht ist. Abgesehen von den Sachen, die man jetzt nicht so ganz versteht, mit diesen ganzen Emblemen und sowas. Ich finde die Länge dieses Tutorials, nenne ich es jetzt mal, und die Art, wie es gemacht ist, perfekt für, dass man jetzt so das Gefühl hat, ich will jetzt los, ich will das jetzt umsetzen. Manche Tutorials sind übelst lang und du bist voll so, ja, ich hab's gecheckt, ich muss da drunter sliden, ich muss drüber hüpfen, ist gut. Lass mich, ich habe schon mal ein Videospiel gespielt. Andere sind viel zu kurz und du checkst gar nicht. Das war genau die richtige Länge. Und das wollte ich nur kurz sagen. Das finde ich gut gemacht. Weil jetzt ja auch hier dieses Klettern und so kommt ja auch dran. Zum Beispiel Doppelsprung und dann X und so. Das ist, hat man jetzt auch ein paar Mal üben müssen, um da diesen Geheimgang zu finden. Das finde ich irgendwie cool. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? X. Okay. Oh, hier kommt der Schnee, weht mir ins Gesicht. Das ist geil. Okay. Ashina Umland! Das macht Bock! Das sind Shinies? Oder was ist das? Tu mal lieber die Möhrchen, Alter! Die Figur des Bildhauers. Ach, jetzt bin ich wieder an dem Ding. Figur des Bild. Also. Komm, kann man schon sagen, ist quasi ein Bonfire, oder? Du kannst jetzt. Ah, okay, jetzt kann ich reisen. Rasten muss ich nicht, ne? Lass mal weggehen jetzt hier. Weiter geht's, okay. Ich find's cool, das ist so Open-World-mäßig, Alter. Gehen wir runter oder gehen wir hoch? Es sieht auch geil aus. Ungos Konfekt. Ein Konfekt aus dem Sempo-Tempel. Von Ungo gesegnet. Reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden. Mhm. Man erhält den Segen, indem man das Konfekt verzehrt und die Ungo-Haltung einnimmt. Der Geist ist gestürzt. Ja! Sehr viel solche Texte. Könnte weniger sein von meinem Geschmack. Ich habe jetzt auch bei Dark Souls nicht immer gern alle Itembeschreibungen durchgelesen. Bringst einfach auf den Punkt, Dagger. Hilft dir, macht dir einen Move, bringt. Hätte mir schon gereicht. Jetzt muss ich das alles. Der geistige Übermaß und Karma des Menschen. Ist mir egal. Man muss hart auf den Konfekt beißen und das ertragen. Die Sempelmönche verteilen dieses Konfekt. Ja, ist bestimmt interessant und so, aber. I don't care, really. Wie rüste ich denn das jetzt aus? Hier habe ich meine Kürbisflasche, Kügelchen. Ich guck mal trotzdem, dass ich das ausrüste. Vielleicht kann ich es gebrauchen. Ungus. Aber wie mache ich diese Haltung? Handvoll Asche habe ich auch. ADHS kickt hart, ne? Ich glaube, du hast. Ich check den Gag, was du meinst. Oh, nimm's auch nicht böse, aber ich glaube, du hast ADHS nicht verstanden, was das ist. Haben, glaube ich, aber glaube ich viele Leute nicht so richtig. Ich übrigens eingeschlossen. Ich dachte auch immer ADHS. Heißt, dass man so. Ah, guck mal, da ist ein Ball! Sich konzentrieren kann, aber ich glaube, ADS ist eigentlich was anderes. Müsst ihr mal googeln. Ich hab's neulich gemacht. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Das müsst ihr selber rausfinden. Ich bin ja auch nicht euer Lehrer. So. Ich mach mal den Dude hier. Komm, wir haben doch die Skills. Ich
fühle mich schon wie ein Fisch im Wasser hier, Alter. Feinde lassen Beute wie Objekte und Geld fallen. Das interessiert mich. Wichtiger Hinweis, das Spiel ist passiert, wenn du im Menü bist, also kein Stress. Ah, okay. Das ist echt ein guter Hinweis, Andy, danke. Gefundene Objekte sind anders. Zum Aufnehmen musst du dich ihnen nähern, okay. Ah, okay, man lootet automatisch, will er mir damit sagen. Okay, was habe ich denn jetzt aufgenommen von dem? Wo sehe ich ihn, was ich jetzt von dem bekommen habe? Inventar, kenne ich das schon. Ah, geil, können wir ja auch geile Waffen und so kriegen und so. Das geht dann auch weiter, so ein bisschen wie bei Dark Souls. Neue Waffen, Schwerter upgraden und sowas. Wind. Nee. Ah, den Sauger mal. Ich habe das mit dem Wind noch nicht verstanden, was ich da machen muss. Ach so, okay, danke für den Hinweis, Chat. Solche Hinweise sind akzeptabel. Das ist für mich nicht Backseat Gaming. Hätte ich wahrscheinlich zu spät gemerkt, aber hätte ich bestimmt irgendwann gemerkt. So, kann ich so plungen auf den hier? Bringt er mich denn jetzt hier hin? Ich will das Shiny da haben. Aber scheiß drauf, ich geh einfach. Let's go. Dann, Bruder, alter Plansch geht immer. Kügelchen, alles klar. Müssen wir. So, langsam, hier umsehen auch, Donny. Komm. Keramiksplitter, ein Titanite Shard, anyone? Ein Stück Keramik, das bei einem Wurf mit einem kräftigen Knacken zerbricht. Würfel auf Feind, okay, also wir haben. Das wusste ich mal aus. Könnte ich mal ausprobieren. Guck mal, ich bin doch hier wie in meiner Westentasche schon. Ich gehe da rein, raus, das ist easy. Ach, hier muss der Wind machen. Hab ich vergessen. So, von hier kam ich, ne? Dann bin ich hier oben lang gegangen. Da hinten war ich. Da ist mein Tempel. Wurstsalat. Warum schreibt einer immer Wurstsalat? Mr. Danger Seeker, danke dir für deinen Prime Sub. Donny kickt hart. Aber vielleicht haben wir Donny nicht richtig verstanden. Hab mich da vor kurzem eingelesen. Was? Donny kickt hart? Versteh nicht. Okay. Leute, zurück zu Sekiro. Das ist wichtiger gerade. Ich find's geil. Noch. Bin aber immer noch vorsichtig. Ich will mal hier ein bisschen parieren bei dem. Ich muss mich dran gewöhnen, darauf zu achten. Wind. Peter Griffin lache. Aber sehr viele Möglichkeiten. Man kann überall hin. Ey. Ich fühle mich noch nicht so richtig an der Hand geführt, wo ich hin soll oder wo. Oh, da schießt er. Okay. Ich brauche die Projektile. Achso, ja, super. Hat dem ja gar nichts aus. Ja, super, lass mich doch mal. Der muss nachladen, okay, jetzt. Macht dem ja gar nichts aus. Okay, das war ja jetzt. Warum hat denn der eine Waffe? Kügelchen hier auf der Tempo. Okay, der Typ ist, glaube ich, ein bisschen heftiger. Ich gehe mal erstmal noch weg. Die sind zum Ablenken. Ah, es sind wie Alluring Skulls. Okay, verstanden. Aber ich will ja nicht ständig. Obwohl ich ständig. Oh, scheiße! Okay. Wow. Der ist komplett auf einmal ausgerastet. Mr. Zappa 1 hat 400 Bits in den Äther geballert. Sterben, auferstehen. Ja, auferstehen. Ach, das kann man. Hä? What? Nach dem Niederschlag am Boden zu bleiben, bedeutet den sicheren Tod. Mit einer Ausweichrolle kannst du dich schnell von der Niederschlag erhöhen. Hä? Weißt du das? Okay. Mit dem Blut des göttlichen Erben kannst du dich aufstellen. Eine Ladung wird durch Rasten. Ah, okay, es passiert automatisch. Donation gucke ich mir gleich an. Ja, die kippen ja aus da. Okay, jetzt bin ich ja wirklich tot. Jetzt geht Sekiro erst richtig los, sagt ihr.
Boat Itchy. Danke dir für 5 Euro. Vielen lieben Dank. Danke für den Support. Oh man. Okay, hier waren wir dann. Jetzt gehen wir nochmal ran hier. Ich glaube da... aber jetzt geht's los. Ich hab Bock. Ich weiß nicht, wie sich bis dahin andere anstellen. Ist mir auch scheißegal. Aber ich bin der Beste. Backstab! Okay, unten verstehe ich noch nicht, was das soll hier, diese Rose. Warte mal, da muss ich auch so achten. Unten die Kugel. Ist das quasi, weil ich jetzt gerastet habe, habe ich das einmal? Das ist dieses automatisch Auferstehen. Ja klar, das haben ja die anderen Bosse, Minibosse auch. Mit B gedrückt kannst du übrigens durchgängig rennen. Ah, danke. Guter Hinweis. Nice one. Noch brauche ich aber es noch nicht. Rennen. Too much information. Okay. Wir gehen aufs Dach, Alter. Wir sind Stealth. Stealth Boy. Stealthy, Stealthy, Stealth Boy. Stealthy, Stealthy Boy. Ich bin auf dem Dach drauf. Stealthy, Stealthy Boy. B-b-b-b-boy. Backstep, komm. Pisst er? Du kannst auch im Sprung den Greifhaben benutzen, ja. Alles zu seiner Zeit, aber danke für den Hinweis. Das sind alles akzeptable Backseat-Gaming-Kommentare. Ich finde euch sehr brav heute Abend, muss ich auch mal loben. Ich sehe zwar nicht alles. Ich schnapp immer nur was vom Chat auf. Aber was ich sehe, gefällt mir. Könnt ihr euch mal selber auf die Schulter klopfen, wie ihr euch heute im Chat benehmt. Ich hoffe, ich schätze das auch richtig ein, aber ich glaube schon. Ihr seid die halbe Miete hier mit dem Scheiß. Sonst könnt ihr ja alleine spielen. Warte. Okay, ich will da nicht zu dem Schließmann. Ich will da irgendwie anders rankommen an den Dude. Den will ich beplanen, das macht am meisten Bock. Geil. Das ist so geil. Ja, jetzt können wir nämlich den alleine machen. Das ist gut. Okay. Komm, chill. Ach, der zweite. Nice, perfekter Kampf. Gefällt mir so gut. Das sind so Taktiken. Man muss jetzt überlegen, von welcher Seite kommt man ran. Die Seite, die ich vorher gemacht habe, war nicht gut. Jetzt habe ich den anderen Weg gewählt. Erst plungen, den anderen machen. Das ist geil, das gefällt mir. Wenn das Spiel, wenn das so die Grundmechaniken sind, dann kann ich auch jetzt schon sagen, wird mir das Spiel gefallen, weil sowas mag ich. So eine Mischung aus die Kämpfe perfekt planen und halt so ein bisschen gucken, was... Okay, der hat eine kräftige Energie. Aber warum konnte ich den jetzt gerade machen? Das habe ich nicht verstanden. Da war nämlich, ich habe erst einmal pariert und ich konnte schon direkt den Todes... GameStar ist echt viel zu laut. Ja, meiner Meinung nach auch. Ich habe das ein paar Mal hochgemacht bei den Dialogen. Aber ich mache es mal wieder auf den Sound, den ich normalerweise habe. Finde ich nämlich auch besser, wenn es euch zu leise ist, dann scheiße. Dann kann ich jetzt auch nichts machen. Und ja, dann ist es mir jetzt auch egal. Denn auf diesem Stream... Das bleibt alles so, wie es hier ist. Ja? Oh! 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 Ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Ah, ich will immer doof sagen. Scheiße. Ah! Okay. Weiter geht's. Geil, Sekiro, Thomas. Ja, sicher. Das sage ich auch jetzt gerade. Okay, aber der war... Okay, dann habe ich das verstanden. Der war wohl einfach einfach. Was ist oben rechts gerade passiert? Was ist da... Da war so eine Leiste, die aufgetaucht ist, als ich den gerade gekillt habe. Da ist irgendwas passiert. Muss ich auch mal darauf achten, ob das immer kommt. So, das ist wieder am Anfang. Okay, weiter geht's. Erfahrungspunkte. Okay. Mhm. Sieht so geil aus, wie er so rückwärts sich dann so dreht in der Luft. Das finde ich cool. Okay, da ist der Schießmann. Da müssen wir mal gucken, wie wir an den rankommen. Vielleicht sind hier auch noch irgendwo Items. Und dass man auch noch ich gerade voll in Lob hier, aber dass man auch noch halt quasi die Möglichkeit wohl, denke ich mal, hat, auch Sachen stealthy zu erledigen, finde ich halt auch wieder ganz geil. Also, dass man kann wahrscheinlich das Spiel ziemlich stealthy insgesamt spielen und immer so auf Plunges gehen und sich anschleichen und sowas, das ist auch geil. Man kann es actionreich spielen und vielleicht auch nicht.
Ich mache jetzt hier mal so ein Stealthy Plungy. Und dann mache ich den Schießmann. Hier sind denn da? Hier ist nur der hier. Auf, okay, Punch verpeilt. Ich hab den Punch verpeilt. Oh, Wölfe! Wo ist der? Da. Ja! Du kannst nicht parieren, Depp. Haben wir doch gut gelöst hier. Ich muss dieses Wind mich dran erinnern mal. Wo ziehe ich denn das jetzt hin? Wo waren da noch Leute? Hier auch. Okay, hier ist noch ein Item. Das habe ich so nicht direkt hinbekommen am Anfang. Truffle Tor. Ich weiß nicht, aber bist du auch einer der besten Dark Souls-Spieler Deutschlands? Weiß ich nicht, ob das dann vielleicht bei dir dann irgendwie anders läuft. Oh Gott, ich muss echt aufpassen. Das ist nicht too much wird. Dass meine Brust nicht zu breit wird hier vom Spiel, vom Skill her. Ich hab's Gefühl, ich bin jemand ganz, das kennen die Leute, die meine Let's Plays kennen. Hochmut kommt vor dem Fall, ist ein Hashtag, der hier oft genutzt wurde, ich sag mal so. So, ich muss hier nochmal Wind machen. Wo sind denn noch ein paar Leute hier? Wo ist denn noch Jud? Hat der mir eine Waffe da gelassen? So ein... Eine Abu... Abeske? Wie heißt das nochmal? Was? Arkebuse. Die Bosse in Sekiro werden dich noch richtig erden. Naja, schauen wir mal. Das ist ja auch gut. AK JB420, danke dir für den Sub. Und Emily Frost hat 100 Bits gecheert. Danke dir. Das Hashtag wurde hier noch nie benutzt, als SoddleTV. Moin erstmal. Ja, hast du recht. Wo? Ach so. Ah, wir haben einen neuen Wegpunkt. Okay. Ey, ich find's gut. Das spielen wir weiter, ey. Erstmal. Keine Ahnung, wie ich es durchspielen will, aber das nach der Session heute, das machen wir nochmal eine Session. Auf jeden Fall. Ich raste mal. Lädt sich da was anderes auf? Nee, ne? Also ich lade das natürlich hier heute. Wir machen nicht ganz so spät heute. Es wird jetzt nicht so eine super lange Session. Eine Stunde mache ich auf jeden Fall noch. Und dann lade ich das auf YouTube hoch. Also, wir haben, glaube ich, ein paar neue Zuschauer heute hier. Ihr könnt im Chat einfach Ausrufezeichen YouTube eingeben, da findet ihr meinen Kanal. Da sind ein paar andere Let's Plays auch noch, aber... Ja, und das werde ich da auch hochladen. Wahrscheinlich morgen. Und, genau. Und das wird, glaube ich... Das könnte eine Reihe werden hier, ey. Also, hatte ja ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Habe ich auch gesagt. Aber bisher? Aber warte mal ab! Kommt in der Stunde noch ein Boss? Was meint ihr? Eins in Chat für ja, wenn ihr euch auskennt, zwei für... Wenn ich jetzt so weiterspiele ungefähr? Das wäre ja geil, wenn wir in der ersten Folge direkt einen Boss haben. Ja! Nice! Ganz kurz. Ey Jan, vielen lieben Dank, da oben seht ihr es. Jan hat 10 Euro gespendet. Jan, für dich mache ich meinen Wind an und sammle das ein. Sag ich mal. Ja, weiß nicht, so der ganze Gag. Ah, da geht's. Okay, das freut mich, dass ein Boss kommt. Dann mach ich, da oben ist bestimmt was Cooles drin, oder? Wurfsternrad. Ja, okay, das muss ich nicht lesen. Das ist wahrscheinlich selbsterklärend. Das tun wir gleich ausrüsten. Prothesenmodul anpassen. Shinobi-Module sind nicht allein einsetzbar. Gib ihm... Ach so, das Wurfstern-Ding... Das ist ein Teil für mein Shinobi-Gedöns. Das kann ich gar nicht. Aha, guck mal, Verbesserungsmaterialien. Das bringe ich dann dem Schmied, sage ich mal. Ja, geil. Ich bin hier voll drin. Pff. Sekiro ist schwer. Okay, ich muss echt aufpassen.
Das wird so nach hinten losgehen, wenn ich weiterhin so eine große Fresse habe. Truffeltor, vielen Dank für deinen Sub. Für den besten Dark Souls-Spieler Deutschland. Kannst kaum erwarten, den Skill zu sehen. 2 Monate, vielen Dank für deinen Support. Sieht doch auch geil aus. Guck mal, hier ist ein Huhn. Oh, das ist ein Gegner. Ich will dich nicht killen. Krieg ich jetzt Hühnerfleisch auf? Boah, okay, jetzt mal. Hab ich nicht ganz verstanden, warum ich das arme Tier jetzt töten musste, aber es war ein Leben und Leben, Überleben oder nicht Leben. Wie heißt das? Ach, wie heißt der Spruch nochmal? Keine Ahnung. Die or let die live. Big Black Cock. Oh nein! Patrick, ich hol Items! Na, oh! Kügelchen, nice. Ey, das erinnert mich dran. Kann ich da direkt mal ein Kügelchen nehmen? Fressen oder gefressen werden, das ist es. Kaskaniko, danke. I see you. Okay, hier fühlt sich schon so. Donny, da hat dir jemand was gespendet. Sag lieber schnell danke. Gefährliche Angriffe. Okay, warte mal kurz. Ich gehe gleich auf den Donations. Danke erstmal, aber ich gucke es mal gleich an. Manche Feinde wenden gefährliche Angriffe an, die nicht abgewehrt werden können. Ah, Gefahrsymbol. Das kenne ich von... Das gibt's bei Jedi Fallen Order. Das gibt's da auch. Da haben auch manche Gegner, die werden dir... tun die so rot blinken. Das kenne ich, die Mechanik, tatsächlich. Gibt's die auch bei Batman oder was? Keine Ahnung, habe ich nicht gespielt. Manche Feinde werden gefährliche Angriffe, die nicht abgewehrt können. Ein Gefahrsymbol zu erkennen. Bei einem solchen Angriff musst du gut aufpassen und entsprechend reagieren. LB... Bei Stoßangriff Treffer parieren, aber man kann die parieren dann wohl. Vor Rundumangriff und Treffer springen oder sprinte bei Greifangriffen. Ich muss es ausprobieren, glaube ich einfach. Okay, kann man nicht parieren. Oh, das habe ich nicht verstanden, den Angriff. Oh, scheiße. Das war doch ausgewichen. Ich hab gleich so eine... Ja, ich hab dich gleich. Ja! Aber der hat noch ein Ding. Okay, Kügelchen. Nein! First try! Puh. Also, ich habe im Chat gerade gelesen Naturtalent. Ich sag nicht nein. Aber wir halten noch den Ball flach. Wir haben nochmal Asche bekommen und wir haben Kürbis von ihm bekommen. Da habe ich mich doch erinnert, das bringen wir dann ins Lager und dann kriegen wir den Kirby besser. Okay, wir müssen aber selber mal gucken, dass wir hier diesen Ungus-Effekt habe ich auch noch nicht probiert. Dann machen wir mal das zur Sicherheit. Das hätte ich auch im Kampf eher nehmen sollen, glaube ich. Es wäre besser gewesen. Ich frage mich aber gerade, wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre das dann auch wieder gewesen mit dem, dass ich liegen bleibe, weil ich ja gerastet hatte? Könnt ihr da mal sagen, 1 oder 2? Also wäre ich jetzt einmal gestorben, hätte ich dann auch nochmal sozusagen eine Auferstehung machen können. Okay, 1. Danke, Leute. Okay, gut zu wissen. Krass, ihr seid auf jeden Fall mal die Zuschauer. Ja, ihr seid ja voll die Profi. Ihr wisst, habt das alles schon gespielt, oder was? Donny macht hier richtig Asche. Ja, schon 2-mal Asche aufgehoben. Sexy Ron! Danke dir. Ich habe nur eine Donation vergessen, ne? Peter Meffert, guck mal. 30,81 €. Vielen lieben Dank. Warum genau 30,81 €? Hat das irgendeine Bedeutung für dich, diese Zahl? Ist das irgendwie eine Anspielung? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall danke ich dir sehr viel. Sehr viel. Extreme
der Formality, ich habe es nicht richtig ausgesprochen, deswegen habe ich es einfach weggenuschelt. Und Sexy Ron habe ich schon gesagt, aber für euch sage ich einfach mal ganz ehrlich: Das Kinderzimmer bleibt außer wie es ist! Und wir machen weiter. Geil, das war das dann jetzt auch schon ein Boss? Weiß ich nicht. Es macht Bock. Ich muss noch das Geld einsammeln, oder? Wurde gerade auch, glaube ich, gesehen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich hab's schon. Warte mal, nee, ich will gucken, ob ich das Tor aufmachen kann jetzt. An Wand drücken, nee, man kann das Tor nicht aufmachen. Miniboss, okay. Ich bin ja auch gerne stealthy. Aber ich habe gemerkt, so die Sachen, die mir im Vorhinein so ein bisschen hier und da gesagt worden sind, so gerade in dem YouTube-Community-Ding und natürlich auf dem Discord auch und in den Kommentaren vor allem bei YouTube unter den Dark Souls 3 VODs, wo schon angekündigt wurde, dass ich Sekiro spiele. Das hat mir schon geholfen, weil es oft wurde gesagt, man muss in diesem Spiel aggressiv spielen. Also wie, ich habe ja gerade bei dem Boss bei seinem letzten Leben dann auch wirklich draufgehauen. Und man muss aber dann so einfach drauf achten, glaube ich, bis er halt ausholt, dass man dann halt nicht nur drauf hat, sondern halt auch mal pariert. Ja, ihr habt schon gemerkt. So halt. Okay, es sind viele. Das will ich lieber nicht. Nee, okay, das war jetzt nicht gut. Kann ich hier abhauen? Einfach? Okay, es sind überall viele Gegner. Ich bin hier erstmal kurz weg. Oh, shit. Oh, habe ich Fall Damage bekommen? Tot. Ah, wo kam der denn her? Okay, hier sind einige. Einige. Fall Damage habe ich aber nicht drauf geachtet, ob man da... Nee, ich stehe auf. Okay, dann hau ich aber ab. Der ist doch schon tot. Ah, ich wollte gerade, habt ihr gesehen, ich wollte mich wegwichsen schnell. Es gibt sehr wohl Fall Damage in Sekiro, okay. Vielleicht mal drauf achten. Okay. Weiter, also jetzt haben wir natürlich die ganzen Gegner nochmal, das war jetzt nicht so geil. Göttliche Hilfe. Hilfe. Sagen wir mal, nee, ich warte mal, weißt du was? Ich gehe mal. Die Option Körpermerkmale verbessern wurde im Figuren- und Bildhaus freigeschaltet. Du kannst hier 4 Gebetsperlen ausgeben, um eine Gebetskette herzustellen, die deine maximale Vitalität und Haltung dauerhaft erhöht. Wie? Körpermerkmale verbessern. Du hast nicht die 4 benötigten Gebetsperlen. Okay, fuck off. Aber wir gehen mal hier der Alten das Ding geben, oder? Wo ist denn nochmal, wie heißt denn nochmal unser Tempel? Also unser Zuhause, wichtige Orte? Maroder Tempel. Da gehe ich jetzt mal hin und gebe der meine Kieselsteine oder was das nochmal war. Herzen sammeln in Zelda. Okay, stimmt. Das ist ein ganz guter Vergleich. Wahrscheinlich. Und jetzt lebt ihr wieder. Das heißt also, dass etwas mit Aufstehen zu tun hat. Auferstehung, Kurosama. Man sagt, das sei die Macht des Drachenerbes, des Göttlichen. Ah, jetzt eins zu viel übersprungen. Jetzt gib mir die Scheiße hier. Ja. Achtung, Donny, da hat dir jemand was gespendet. Sag lieber schnell Danke. Die Nutzungszahl der heilenden Körbeflasche erhöhen. Was wurde gesagt? ey, wo die Badehose? Danke dir für 14,20. Die Zahl kenne ich doch. Wenn das nicht mal ein IQ ist. Warte. Okay. Danke, danke, danke. Vielen lieben Dank, Woody, für den Support. Okay. Maximale Verwendung der heilenden Kürbisflaschen erhöht. Ja, ja, hier ist was im Argen in dem Dorf. Der eine, der Untote da, die mit ihrem komischen Hexenwerk da. Hab ich noch welche? Nee.
Okay. Okay. Ja. Ja. Bionzo, bitte Ton. Dein Ton, ja? Sowas wollen wir ja nicht lesen hier. Wo gehen wir denn jetzt nochmal hin? Wir können ja reisen. Nee, nee, wir reisen einfach. Prothese, ja! Hey Donny, liebe Grüße von meinem Junior und mir. Wir schauen dich regelmäßig und feiern, dass du das... Feiern das nach, dass das 3 Uhr irgendwas untergegangen. Auf jeden Fall, danke, danke. Du schaust mit deinem Sohn meinen Scheiß? Oh Gott. Ich hoffe, der ist alt genug für die ganzen Scheißwitze, die ich manchmal Tourette-mäßig raushaue. Ungewollt. Jetzt lass uns mal hier kurz was upgraden. Liebe Grüße an den Junior. Ab ins Bett. Gib mir jetzt einfach die Sternwurf-Geschichte da. Ja, je mehr Module du hast, die Möglichkeit, dass dein Feind besiegen. Wenn jemand erhöht werden muss, gibt es teilweise passende Module. So einfach ist das. Anscheinend wisst ihr eine Menge über die Prothese. Ich sollte mich beruhigen. Morgen Feiertag, stimmt. Gott, das was weiß man gar nicht mehr, gerade wegen Corona. Gib her, ich baue das Modul für dich ein. Jetzt nimmt der Creep, der butterbauende Creep meine Hand irgendwie, oder was? Take my hand, take my hand and put some stuff in it, Prothesenmann. Bau mir einen Buddha-Mann, Buddha-Mann. Steck das Messer in mein Arm, Buddha-Mann, Buddha-Mann. Shankuriya Tiru, Sandhuriya. Wie lange muss ich denn jetzt warten? Ach so, okay, ich muss das ab. Geladener Wurfstern, ja, gib mir das. Ja, natürlich. Okay, und jetzt? Das kann ich einfach zurück, oder was? Ich hab's nicht ganz verstanden. Muss ich jetzt warten? Was war das für ein Sound? Okay. Protosenmenü benutzen. Okay, jetzt habe ich ein R2. Soll ich das einfach mal machen? Protosenmenü und Ausgangsplätze wurden freigeschaltet. Es gibt 3 Pads und Prothesen. Okay, mhm. Bisschen Zelda-mäßig, finde ich aber gut. Ultimate. Die Namen immer, Leute. Da schaut einer mit seinem Sohn. Ultimate Fistlord. Danke für den Sub. Oh, Mann, bitte. Könnt ihr mal normale Namen? Peter, Maria, Donny, sowas? Ultimate Fistlord? Analbert ist hier der größte Spender auf dem Kanal auch noch. Mein Gott, ey. 3 Pets. Okay, sehr Zelda-mäßig, aber finde ich wohl gut. Kommt ja auch aus Japan. So, dann machen wir den Wurfstern hier drauf. Geil. Und wir gehen wieder raus und jetzt probiere ich den mal aus. Habe ich den aber unendlich, ist die Frage. Jetzt noch rot unten, sehe ich gerade. Ah, jetzt ist es da. Geistembleme werden zum Aktivieren von Prothesen wurden benötigt und bei jedem Einsatz verbraucht. Okay, jetzt wird es langsam, fängt alles an, Sinn zu machen. Erhalte Geistembleme durch Besiegen von Feinden in der Welt oder durch Kauf bei Figuren des Bildhauses. Sie finden ihren Weg zu dir. Ja, habe ich gerade gesehen. Ich will jetzt natürlich eins ausprobieren, ne? So ein Wurfstern. Kann ich nicht. Muss ich erst mit Anvisieren machen oder so. Telefonmann, danke dir für den Sub. Prime, willkommen. Ich könnte natürlich an dem komischen ausprobieren. Soll ich das an dem komischen ausprobieren? Mal kurz hier. Musste gerade hier aktualisieren. Ich will das erst nachher ausprobieren. Ich weiß nicht. Soll ich so? Ja, komm, ich probier's mal an dem Typen aus. Vielleicht. Wir gehen mal den Streberweg heute. AKA, wir machen's mal ordentlich. Ja, der wird jetzt bestimmt auch fragen, ne, ob ich das trainieren will. Neue Trainingsoptionen, genau. Ah, hier ist einiges. So, lass mal kurz hier. Eine Sekunde.
Alles klar. Ausweichschritt, Parierkette. Was will ich üben? Parierkette. Wenn du einmal parierst, endet der Angriff des Feindes nicht immer. Ja, das habe ich gemerkt. Kontere Angriffsfolgen mit Parierkette, um der gegnerischen Haltung Schaden hinzufügen. Pariere alle drei und lande drei Tode. Okay, also auch trotzdem parieren, aber halt darauf achten. Ah, okay. Got it. Got it. Ah, da war einer zu viel. Aber der macht noch einen. Okay, da muss man aber, das muss man erst wissen bei den Gegnern, ob die noch einen ballern dann da hinterher. Richtig wichtig, ja. Okay, gerade ist mein Timing schlecht. Okay. Einmal, ne? So war aber richtig anstrengend. Das war gerade schlecht, ehrlich. Ne? Will ich nochmal machen. Da war ich gerade nicht zufrieden, wie ich das. Ich habe ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen random auf L1 gedrückt sozusagen. Ich will aber schon, dass man das. Ich will schon das bewusst. Der erste geht. Zweite. Ja, der letzte geht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich normal, dass man zwischendrin bei so einem 5er-Kombo halt im zweiten oder dritten halt verrafft. Aber da muss man halt sich wieder fangen. Ich glaube, das ist der Trick. Hauptsache den ersten und den letzten, habe ich das Gefühl. Und wenn man, ah, aber wenn man die ersten drei kriegt, dann kriegt man ihn sofort. Okay, nicht schlecht. Got it. Das war ein guter Cut, finde ich. Die letzten zwei sind wichtig. Mhm. Und jetzt Vitalität und Haltung. Je niedriger die Vitalität, desto langsamer erholt sich die Haltung. Ah, das wusste ich nicht. Erholt sich die Haltung, das heißt, man ist im roten Bereich auch noch anfälliger, durchdrungen zu werden von der Haltung. Das ist also doppelt scheiße. Haltung mit Ausweichkonterangriffen. Um die Haltung leichter zu durchbrechen, landet drei Todesschläge. Ausweichschritt, okay, also einfach ausweichen. Okay, die Rolle. Warum kann ich das nicht so rollen? Aber meine Haltung ist doch gar nicht weit unten. Fast 1200 Subs, das stimmt, ja. Freut mich auch sehr. Läuft. Ha! Antizipiert! Ja, trotzdem einfach parieren. Scheiß drauf. Die Sinn der Übung verstehe ich hier gerade nicht so gut. Bei Feinden. Warte mal, nee. Lies es nochmal durch. Bei Feinden mit niedriger Vitalität erholt sich die Haltung langsam. Konzentriere dich darauf, ihre Haltung zu durchbrechen. Und ja, aber das weißt, wissen wir doch schon. Das ist ja quasi Standard. Es geht um seine Haltung. Ja, sorry, ich habe das falsch gelesen. Okay. Aber es kommt mir trotzdem vor wie ein relativ normaler Kampf gerade bei den anderen Übungen. Im Grunde genommen, Leute, einfach ballern, wenn der low ist. Oder? Ich meine, komm mal. Okay. Stoßangriffe kontern. Aber wir machen es einmal alles kurz durch. So viel Zeit muss sein. Stoßangriffe sind wahrscheinlich. Stoßangriffe lassen sich nicht abwehren. Das sind diese. Ne, wo es rot wird. Können ihr doch durch Parieren oder einen Ausdruck. Ich versuch's einfach mal. Okay, aber da muss man natürlich bei jedem Gegner wissen, wie. Okay, da habe ich zu früh. Ah ja, ich check schon. Das ist ein bisschen wie Rollen bei Dark Souls. Du musst schon. Wenn du zu früh parierst. Hi Donny, was läuft heute? Anarchista 21, ja, du siehst ja, wir spielen Sekiro. Ah, zu früh, okay. Ich find's interessant, das ist echt. Es ist schon halt. Halt wie Rollen. Ah, den zweiten krieg ich immer nicht hin. Komm.
Oh, der war nice. Einfach stehen drücken. B drücken ja gar nicht. Achso, das könnte man auch machen, stimmt. Okay, den letzten noch. Und dann machen wir einmal freier Kampf und dann gehen wir weiter ballern, Alter. Rundum beim Griff. Das habe ich noch gar nicht, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Und um Angriffe ausweichen, musst du über sie hinwegspringen. Mit einem Sprungtritt kannst du die Haltung des Feindes schwer treffen. Was oft zum Türkschlag. Okay, also wie planten. Springen. Okay. Interessant, ist neu jetzt. Ja, und danach plungen. Das ist ja geil, Alter. Komm. Ey, ich lieb das Spiel, Mann. Ist das der Shit? Ah, hab ich nicht getimed, gut. Jetzt. Das ist doch nice, ey. Das ist doch nur nice. Alter, hab ich nicht. Das Timing war nicht gut. Da check ich das Timing mit dem Plunge noch nicht. Ich nenn's jetzt einmal Plunge. Ah, da. Okay, da sieht man's. Wer ist denn von euch da? Macht mal eins in den Chat, der das auch noch nicht kennt. Das würde mich mal interessieren. Ich sehe ja schon einige beantworten Sachen, die sind... Würde mich mal so ein bisschen gucken. Und einfach enthalten, wenn ihr das nicht kennt. Ja, natürlich schreiben alle zwei. Da sind schon ein paar Leute, für die es auch neu ist. Tendo, du bist auch da. Nice. Ah, natürlich wieder der eine, der drei schreiben muss, ne? Training. Okay, wir machen mal noch... Aber wo ist... Einmal freier Kampf, komm. Angewandt. Ja. Jetzt geht's ab, Leute. Einmal mit allem. Ah, okay, warte. Ich war noch nicht bereit. Jetzt geht's los. Jetzt merke ich gerade, es sind zu viele Sachen, auf die man dann doch denken muss. Da war jetzt quasi... Ja, oh Mann. Ich will nochmal anfangen am liebsten. Jetzt check ich's. Weil jetzt gibt er alles. Er macht jetzt keinen Scherz. Jetzt muss ich die Parierkette können. Ich muss mich daran erinnern, da hochzuhüpfen. Ich muss... Ja, ich hab abgebrochen. Warum? Ich tipp. Habe ich eigentlich auch so einen Todesangriff? Ey, so einen unausweichenden, unabwehrbaren Angriff. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Es kommt jetzt wirklich viel zusammen. Aber eigentlich kann ich alles. Mein Gehirn muss jetzt nur das schaffen. Jetzt mal konzentriert. Man weiß halt gar nicht, was er jetzt macht. Ich versuche aber das rote Ding nicht mit Sprung. Das ist mir zu kompliziert. Ich mach's nur mit Parieren einfach. Das kann ich gut. Ja, genau. Oh, nice. Okay, wir lassen das Springen erstmal weg. Das ist jetzt noch advanced für uns. Ich mach's aber erstmal mit Parieren. Ja. Okay. Geiler Typ. Entschuldigen, ich mach ich. Nee, weil das ist ja beides gut. Bedanken ist gut, entschuldigen ist gut. Ich bedanke mich. Ich bin euch sehr dankbar dafür, diesen Schmerz für mein Wohl ertragen zu haben. Oh, da ist so eine Schwere drin. Ihr müsst mir nicht danken. Ich weiß, dass ich gesagt habe. Ich bin den Schmerz gewöhnt. Ich bin froh, dass mein Fluch jemanden nützt. Vielleicht ist das Dasein doch nicht sinnlos. Okay, ich ahne es jetzt schon, der wird unser Favorite-Mann einfach in dem ganzen Spiel werden. Kann das sein? Das ist einfach unser Freund. Ich hau mal ab jetzt, aber Freund. Zombie Bro, genau. Amazing Alpa. Bin so froh, dass es dir taugt. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Merkt man mir wahrscheinlich auch an. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich es voll scheiße finde. Ich sag nur Darksiders Let's Play. Rest in Peace. Das ist jetzt eher was für die etablierte Community. Kleiner Running Gag. Wir haben schon Running Gags, Leute. Wir sind schon richtig, wir sind ein wachsend. Das geht ab hier. Wir sind schon 1000 Leute auf dem Discord. Das ist hier eine Armee. Also eine nette Armee. Nicht eine Armee ist so negativ, sondern das ist eine Bewegung. Ist auch nicht. Das sind halt geile Leute einfach. Geistesblume kaufen. Soll ich das machen?
Kann ich das machen? Gastemblem. Ja, kaufe ich mal, weil das gibt mir ja dann die Sterne wieder. Ob ich das nicht so richtig verstanden habe. Wie viel? Wo steht denn? Ich habe 138. Ja, ich kaufe einfach. Nee, ich will noch nichts ausgeben, lieber. Das hier ist ein Mob. Sekte ist. Na, Vorsicht. Madenmann. Madenmänner seid ihr. Madenfrauen und Männer. So. Ich will irgendwie noch nichts ausgeben. Ich bin da der Schwabe. Ich brauche jetzt keine 10.000 Euro ausgeben für ein paar. Ich sage mal, Geistesembleme. Brauchst du keine Geistesembleme? Wenn du ein Schwert hast, dann kannst du noch ballern. Dann springst du auf. Dann planst du runter. Dann haust du ihm das Katana in Zack rein. Ja? Ich bin immer einer. Wenn mir einer kommt mit dem Katana, ja, sage ich immer halt dein Maul. Halt dein Maul hier, bau ein Katana. Ich meine, das ist länger als deins. Und dann pariere ich dich. Und dann schlage ich dir mit meinem Katana, schlitze dir den Bauch auf. Ja? Pariere, das ist einfach das, was ich mache. Das habe ich immer gemacht. Damit bin ich groß geworden. Damals, als ich im Mushibo-Tempel da Shinibo, weißt du, der hast vergessen, wie es heißt. Reisen. Nee. Körpermerkmale verbessern. Okay, wir gehen nochmal einfach. Ich will jetzt einfach nochmal hinreisen. Nee, ich laufe einfach. Jetzt müssen wir ballern. War hier nicht der. Nee. Ist ja auch alles Übung. Ist ja noch alles. Ist ja noch quasi Tutorial-Level. Aua! Oh shit. Käsefrachtschiff, danke dir. Diesen Fall widme ich dir, weil du einen Sub da gelassen hast. Ich denke immer, der Baumstamm geht kaputt. Es geht echt deutlich schneller mit Parieren alles. Ich glaube, ich reise aber tatsächlich. Oh, das muss ich mich dran gewöhnen, das mit dem Wind. Ich reise jetzt lieber. Ah, guck mal, und dann gucke ich in den Chat und sehe, warum läuft er jetzt. Das ist der Brain, Mann. Heute ist mein Brain geschärft. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe es heute einfach. Heute funktioniert da oben. Gerade noch dran gedacht, ich könnte ja reisen. Und dann sagt es einer im Chat, wir geben uns einfach die Klinke in die Hand gegenseitig. Wir holen uns gegenseitig eine runter. Das ist geil. Sorry an den Dude mit seinem Kind. Okay, hör mal auf. Ashina Umland. Da, oder? Hihi, Sex, Knaller. Ach komm. So schlimm ist es auch nicht. Kleiner Gag ist schon ab und zu mal okay. Ne? Ja, weiter geht's jetzt, oder? Wir ballern mal. Oh. Ah, unnötig. Unnötig Energieverlust. Soll ich ja was sagen? Es macht ein bisschen Bock, die Hunde oder die Wölfe zu killen. Obwohl ich es eigentlich bei Dark Souls immer voll gehasst habe, die Wölfe vor allem zu killen, weil die so schön sind. Und die sind auch eigentlich ganz schön. Aber das schlitzt halt einmal einfach durch. Was ist mir gerade entgegengeflogen? Energie oder? Hier war Fortschritt, ne? Konter die Wölfe. Oh, das muss ich auch mal ausprobieren, stimmt. Kann man das auch parieren, oder was? Okay, hier war jetzt aber die Gegend, wo es schon richtig abging. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen taktieren, ne? Da waren schon echt viele Gegner. Vielleicht da hoch? So Assassin's Creed-Style. Ist das ein Tribok? Achtung, Donny, da hat dir jemand was gespendet. Sag lieber schnell Danke. Oh! Terence Chill, geiler Name. Parieren ist mein Lieblingsfach. Hat 5 Euro gespendet. Hammer Nickname, Terence Chill. Es gab mal ein DJ-Duo aus Berlin, glaube ich, als ich das schon ewig her. Die hießen Terence Hill und Bud Spencer, aber geschrieben Terren Zill und Bud Spencer. Fand ich irgendwie damals genial. Jetzt gerade, wo ich es ausgesprochen habe, fällt mir auf, so genial war das eigentlich gar nicht. So, wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Jetzt können wir hier mal ein bisschen staten. Vielleicht auch mal, muss man auch mal dran denken. Man kann ja auch staten. Da ist einer in dem Häuschen, den will ich machen. Okay, warte, hier sind ganz viele. Ich stelle mal hier lieber rum. Kann ich hier runter?
Ja, wozu den Kampf suchen? Wir können doch hier ein bisschen Solid Snake-mäßig mal abgehen. Kann ich hier weiter, ist die Frage. Ich weiß nicht, ob ich hier weiterkomme. Ich habe das Gefühl, der Sprung, das reicht nicht. Nee, lass mal wieder zurück. Coconut. Coconut Pete. Und Dub Spencer hießen die? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Danke für deinen Sub, Coconut Pete. Willkommen. Dein erster Sub, wie es aussieht. Oh! Wir sind der Stealth-Mann, Alter. Wir sind der Stealth-Mann, weil wir Stealth... Ich bin der Stealth-Mann, weil ich Stealth kann. Unglaublich gut auf allen. Unfassbar, dieser Mann. Okay. Jetzt habe ich aber die Orientierung verloren. Hier war auch noch einer. Ich schleich mal ein bisschen. Überall Leute hier. Fuck. Aber ist geil. Ich mag das irgendwie. Ich mag das, dass man sich jetzt hier anschleichen muss, so. Oder kann. Mal, jetzt auch, die patrouillieren da runter. Die sehen mich, glaube ich, nicht, ne? So, jetzt müssten die ja hier oben nicht mehr sein. Drei sind mir zu viel gerade. Aber ich kann den da oben jetzt vielleicht machen. Er hat mich gesehen! Ich hab darauf reagiert. Nice! Mibu-Ballon. Das reicht uns. Ein Mibu-Ballon mit Urquellwasser. Getränk mit dem Segen des Reichtums. Wenn man den goldenen Mibu-Ballon zum Platzen bringt und betet, erhalten alle, auf die sein Wasser spritzt, für eine Zeit mehr Münzen. Mibu bedeutet Wasserleben. Aber welche alle? Ich bin doch alleine hier. Ich will das haben. Das Zeug. Für... Okay, naja, ist schon scheißegal. So, erstmal bin ich hier... Es ist gelb, das heißt, er hat mich noch nicht gesehen. Also er hat mich... Er hat das wahrgenommen, aber er ist nicht alarmiert, ne? Okay. Oh shit. Ne, die ganzen Dudes. Ich plansch mal auf den hier. Ah, nee. Dumm wahrscheinlich. Okay, das war dumm. Mit zwei krieg ich's doch hin. Wir müssen jetzt mal ballern, Leute. Okay, wir nicht mit drei. Macht's gut, ihr Idioten. Ich hab ein Seil. Ja, geil, haut mal ab. Ja, der ist da unten. Ich habe ihn da unten gesehen. Oh. Wer schießt? Ja, okay. Jetzt kommen die aber um die Ecke hier, ne? Ich sehe ja, die sind übelst viele hier. Oh, die kommen ganz schön schnell hier. Dude. Das ist ein krasser. Bisschen Chaos gerade hier, aber ich mach's jetzt mal weiter. Ich muss mal einzelne Gegner kämpfen können. Wo ist denn der schießt? Der muss weg. Da. Unnötiger Hit von dem bekommen, ey, wirklich. Okay, der Riese macht mir Angst. Ja, ich bin da. Okay. Achso, ich kann die jetzt. Kann ich ja einmal probieren, eigentlich mal. Aber ich hab doch noch mein anderes Ding, die Wurfsterne. Oh shit. Ninja-Sterne, nimm das! Aber es macht ihm nicht so viel aus. Oh shit. Eieiei. Der soll mich. Alter! Der soll mich angreifen, der eine hier. Ah! Aber ist geil! Ich habe kaum Energie noch. Kann ich noch diese Kügelchen nehmen? Aber wir haben schon einige gekillt jetzt hier.
Ah, unnötig, unnötig. Nicht gegen so einen Kackgegner, komm. Schmeißt was. Wie viel habe ich von den Dingen? Keine mehr auf jeden Fall. Wo sind die jetzt? Die Schweine. Da. Ah, schlecht. Nice. 1 AP, Leute. Ich mach das. Ich hab 1 AP. Ich mach das jetzt. Ich krieg das hin. Love it! Jetzt habe ich einen Einzel. Mach! Ah, der andere war versteckt. Nice. Kann ich respektieren. Die müssen einzeln gemacht. Ich muss die einzeln machen, ohne das... Dass ich denn am Ende den Dicken machen kann. Aber ich habe keinen Held mehr, ne? Für nix. Was ist denn das Ding? Muss ich das vielleicht mal ausprobieren? Was die Scheiße bringt? Weiß ich noch nicht. Einer weniger! Irgendwas habe ich jetzt geboostet. Ich bin irgendwie geiler gerade mit dem Item. Ich weiß nicht genau was. Da, oh, der ist der. Okay, scheiße. Den machen wir als letztes. Ich will jetzt echt nicht sterben. Ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Jetzt muss der parieren sitzen. Jetzt muss jetzt echt sitzen. Nein! Aufgeschlitzt! Oh, aufstehen. Ja klar. Oh, verpeilt. Ja, geil. Ja klar. Die Geile hat mir den... Ja, Hammer. Jetzt machen wir den Hammer, Mann. Ich hab's vergessen, die Mechanik. Aber wahrscheinlich sogar gut, weil dann habe ich jetzt mir viel mehr Mühe gegeben mit den Gegnern. Und jetzt kann ich... Aber ich habe trotzdem keine Energie, ne? Aber dieses Ding mache ich nochmal. Das war irgendwie geil. Ich weiß auch nicht, was es genau gemacht hat, aber... Können wir den parieren? Komm, wir suchen's. Ah, zu früh! Diese Verzögerung. Nein! Okay. Ah! Muss ich drauf achten. Ey, Leute, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich glaube schon, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Oder wir machen es noch einmal. Guter Punkt, um weiterzuspielen. Naja. Schade, das war echt gut. Wir machen nochmal. Ich krieg das hin. Man wird ja auch das Geile, man wird ja auch immer besser. Kann ich hier noch was holen, was ich brauche? Nee, guck mal, ich habe jetzt heilende Kürbisfleisch, habe ich 2, aber ich habe keine Kügelchen mehr. Hm, nicht vorm Boss. Okay, da ist wohl dann ein Boss. Hm. Ich will nicht zu den Hunden gerade. Lass mich mal da hoch. Okay, scheiß auf die Hunde. Wie haben wir das jetzt letztes Mal gemacht? Das war ja gar nicht so schlecht. Love it. Ey, aber ich mag's voll. Ich finde es cool. Ich check auch die Mechanik. Ich hab's, also nicht die Mechanik, sondern irgendwie verstehe ich das. Es macht Sinn für mich, das Spiel. So diese, die Area, so ein Kampf-Area so. Und es ist eine ganze Mischung aus verschiedenen Spielen, aber irgendwie das Beste von den Spielen rausgeholt. Hat auch ein bisschen was von Far Cry. Wisst ihr, was ich meine? Far Cry, wenn man so diese Forts erobern muss. Natürlich ist Far Cry vom Kampfsystem ein Witz dagegen. Aber so ein bisschen so diese Musik, spannend und überall Gegner und dann muss man wieder auf den Turm hoch und so.
Hat ein bisschen was davon. Icke Lockel ist wohl nicht meiner Meinung. Ich auch nicht. Nee, ich meinte als ein Teil. Ach, scheiß da drauf. Was erkläre ich mich hier? Ich meinte als ein kleines Teil davon, sozusagen mit der Mischung. Ihr habt doch keine Ahnung. Seid ihr die besten? Seid ihr einer der besten Darkseid-Spieler Deutschlands? Nö. Bin ich das? Ja, wahrscheinlich. Zählt eure Meinung irgendwas? Nein. Erstmal den Schützen machen. Guck mal. Wir machen das diesmal sogar so. Ja! Ich finde es wie FIFA. Ja, ich hab's verstanden, Leute. Spannt euch. So. Es ist meine Meinung, ja? Und da sag ich ja auch immer gerne. Und mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. So. Da denkt ihr jetzt erstmal drüber nach. Plungen hier auf den. Der hat's aber nicht gemacht, weil die Klippe da war, ist unfair. Die Klippe war da und ich hatte aber den Plunge eigentlich ausgeübt. Ach komm, ich will nochmal machen. Warum schießt der da? Egal, kriegen wir trotzdem hin. Haha, nimm das Geld noch mit, du Depp. Komm her. Ich pariere dich doch. Ah, Parierkette! Aufstehen! Weiß nicht, sollen wir nochmal von vorne machen? Aufstehen, komm. Aha, da bin ich wieder. Oh, der Dicke. Ich mach den Stein. Oh, shit. Von hinten so ein Depp-Gegner. Einmal mach ich noch. So ein Kackgegner von hinten, ich glaub's ja nicht. Achtung, Donny, da hatte jemand was gespendet. Sag lieber schnell Danke. Ja, mach ich. Donny, was muss ich tun, damit du Snorana spielst? Alter, Dr. Vanucci hat gerade 50 Euro gespendet. Ballert mal die Herzen in den Chat für Dr. Vanucci. Vielen lieben Dank für den Support und für diese großzügige Spende. Ich weiß sonst nicht, was ich dazu sagen soll, deswegen gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, weil ich sonst in Verlegenheit gerate, weil es mir unangenehm ist. Aber danke für 50 Euro. Die Frage ist, Donny, was muss ich tun, damit du SnowRunner spielst? Diese Frage kommt in letzter Zeit öfter auf. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich habe das Spiel noch nicht so ganz für mich abgecheckt. Deswegen weiß ich das noch nicht genau. Aber vielen, vielen Dank für diese Spende, Alter. Chat regelt und bedankt sich schon. Ja, danke dir, Mann. Lass mal SnowRunner noch ein bisschen, ich gucke das mal an. Kogi hat mich zum Beispiel auch noch nicht gefragt, ob ich das mal spielen will. Und ein paar andere Leute irgendwie, ich wurde da ein paar Mal verlinkt irgendwie auf Twitter, ich habe es nicht ganz verstanden, worum es ging. Ich weiß nicht, ich sag's dir ehrlich, ich habe den Game2-Beitrag ja angeguckt, wo ich ja mitgewirkt habe, aber nur in dieser kleinen Rolle und hab mir den Beitrag dann auch ganz angeguckt und ich war nicht überzeugt von dem Spiel. Ich fand das, was da gesagt worden ist, so habe ich gedacht, das ist nicht so mein Game. Ist mir zu langsam, glaube ich. Okay, warte mal, warum bin ich überhaupt hier jetzt aufgewacht? Shinobi X. Esoterik Text. Esoterik ist ja nicht so mein. Ich habe gerade ein, zwei Sachen ausgesehen, es gibt, ja, stimmt. Aber es wird sich, glaube ich, kriegen wir noch hin. Freunde, es ist jetzt 10. Ich würde tatsächlich, also ist natürlich das schlechteste Timing, auch weil gerade eine Spende reinkommt, aber so ist es jetzt halt. Ich hatte auch gesagt, ich mache so bis 10. Ich finde es ein guter Zeitpunkt. Ich habe da immer ein ganz, ganz gutes Bauchgefühl für auch wann fürs nächste Mal. Ein guter Cliffhanger für die nächste Session, weil ich habe richtig Bock, da nochmal ranzugehen mit frischer Energie da in diese Arena. Wir machen Schluss für heute tatsächlich. Lass es mir jetzt mal nicht nehmen, ein kleines Fazit zu machen hier, wenn ich darf. Ich glaube, ich muss es gar nicht groß aus. Ist keine Überraschung. Also, wenn man das jetzt gesehen hat, die letzten 2 Stunden. Ich find's geil. Ich find's geil! Ich find's richtig geil!
Das ist, ich mag's voll. Und ich weiß nicht warum, aber ich, also die Bosse machen mir noch Sorgen, gebe ich zu. Würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, okay, es ist alles easy. Klar, ich glaube, ein bisschen Talent habe ich wohl dafür. Ich glaube, die Art ist ja ein bisschen so, ich habe vielleicht ein bisschen Skill dafür, das ist mir schon aufgefallen, macht ja auch Bock. Aber ich glaube, dass die Bosse schon auf jeden Fall noch heftig werden, weil allein der eine Dude, wo man trainiert, wenn es dann darauf ankommt, alles zu mischen, habe ich schon gemerkt, okay, schwierig. Aber die Art schwierig, die ich mag. Ich weiß nicht, also die Leute, die hier sind, die meine Dark Souls Let's Plays geguckt haben, da hatte ich immer Probleme mit Schwierigkeiten, Stichwort Media, mit großen Ungeheuergegnern, die so unerwartete Kombis machen, wo man so hilflos ist, finde ich. Bisher sage ich, ich wette, okay, da gibt es bestimmt jetzt auch Bosse, die noch kommen. Ich bin ja nicht ganz blind, ich habe es ja hier und da mitbekommen, dass die Bosse sehr schwierig sind in Sekiro wohl. Gibt es bestimmt Bosse, die da auch irgendwie krasser sind und so. Aber so generell mag ich das schon gern, damit zu spielen sozusagen, zum richtigen Zeitpunkt zu parieren, vielleicht 3-4 Mal parieren, ausweichen, Schlag. Irgendwie gefällt mir das. Und deswegen macht mir das schon mal Bock dran. Und mir hat Bock gemacht, sozusagen das ganze Levelaufbau. Ich habe das Gefühl, man kommt so ein bisschen von Checkpoint zu Checkpoint und da ist eine Area und die clearst du dann. Dann kommt ein neuer Checkpoint und so hangelt man sich so ein bisschen durch, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Enterhaken. Ja, ich freue mich sehr auf die nächste Session. Also, wenn ihr wissen wollt, wann ich streame, kommt auf den Discord. Da gibt es einen Channel, der heißt Stream-Ankündigungen und da mache ich dann immer mindestens einen Tag vorher, sage ich, wann ich streame. Und das wird dann, die nächste Session wird auch direkt Sekiro sein und das wird Freitagabend sein, das kann ich euch jetzt schon sagen. Heute ist Mittwoch, ich mache dann am Freitagabend nochmal eine schöne Session Sekiro. Eventuell morgen spontan, aber dann nicht Sekiro, vielleicht streame ich da was anderes. Aber in letzter Zeit habe ich irgendwie Bock auf Stream, ich mache irgendwie Bock. Was ja schön ist. Das war's für heute. Bitte vom nächsten Mal die letzten 5 Minuten vom VOD gucken, die Textboxen hast du einfach weggeklickt. Ja, das stimmt, das werde ich tatsächlich, vielleicht erinnert mich da jemand dran, vielleicht ein Mod, der so lieb ist, mich daran zu erinnern. Das wäre Hammer, weil ich, da habe ich natürlich, also eine 50-Euro-Spende, da muss ich drauf eingehen, das finde ich, das gehört sich einfach und dieser Support soll gewürdigt werden. Ein Raid werde ich gleich angehen. Ich sage jetzt aber erstmal schon mal Tschüss fürs VOD. Vielen lieben Dank, wenn ihr das auf YouTube geguckt habt. Ihr könnt gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, da freue ich mich sehr und ein Like auf das Video da lassen, das ist natürlich auch super. Ich bin sehr gespannt, wie euch das so gefällt, meine erste Folge Sekiro. Freue mich richtig drauf, da die Kommentare mal zu lesen und so, weil neues Spiel, neues Glück, neues Abenteuer. Ich habe Bock drauf, es wird weitergehen und ja, Sekiro ist der Shit. In diesem Sinne, tschüss YouTube. Guck mal, ich mach das, damit ich weiß, wo ich schneiden soll. Und mach hier noch den Emote rein.